Hallo! Ich hoffe, es geht euch gut, Freunde, Genossen und Mitbürger. Ich hoffe, ihr seid gut drauf und euch geht's gut. Schön, dass ihr hier seid. Es ist Sonntagabend, Freunde. Das heißt, wir treffen uns wieder hier, um gemeinsam zu streamen. Nairu, danke dir auch für deinen ersten Monat und Philipp ist auch back im Business. Was geht? Dankeschön für die Mitgliedschaft. Die Schokolade ist im Brötchen, ist zartbitter Schokolade, das geht sehr gut. Ah, das klingt Baba. Nicht schlecht. Nicht, ist es denn ähnlich fast ein Kuchen? Ey, Hammer. Schön, dass ihr alle hier seid, Guys. Ah, Nick so, ja, Nick ist so. Servus, was geht? Ich habe übrigens heute die Pen ist hier mal auf blau. Das sieht zwar hier einfach sehr weiß aus, aber ihr merkt, dass ein anderer Vibe ist. Normalerweise sind die immer auf Türkis, ne? Das ist dann eher so in die Richtung. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mal was ganz anderes tun soll. Das hat was, könnte aber auch falsch interpretiert werden, aber finde ich, hat auch auf jeden Fall einen gewissen Vibe. Grün gefällt mir nicht so. Grün finde ich irgendwie mega unangenehm. I don't know, fühle ich gar nicht. Orange geht auch, wobei Orange schon, ja, fast wieder weißlich wird, ne? Hier ist ganz Party. Dankeschön, Theo, für die 2 Euro. Aber ich muss sagen, also Rot finde ich eigentlich gar nicht so bad. Also es wirkt fast dadurch, dass diese Lampen hier halt noch lila sind, wird es eher so ein Pink. Finde ich halt auch was. Aber ich dachte mir jetzt mal, für den Anfang machen wir erstmal blau. Wobei, es ist mir fast zu kalt. Das ist mir fast ein zu kaltes Licht. Vielleicht bleiben wir doch erstmal bei Rot. Ey, Nairo, das ist voll okay. Ja, Kahoot ist immer am reinscammen. Gestern war ich bei Holiday on Ice. Es war so cool. Kannst du Schlittschuh laufen? Holiday on Ice, ist das nicht so eine Art so Musical auf Eis? So in die Richtung? Nein, ich kann keinen Schlittschuh laufen. Ich kann auch keinen Inliner fahren oder so. Also, ich stand noch nie auf, wie soll ich sagen, Schuhen, die sich bewegt haben. Egal, ob auf Eis oder auf Asphalt. Skifahren kann ich. Da trägt man Skischuhe. Skifahren ist so das Einzige, was, glaube ich, so in die Richtung geht. Aber ich glaube, dass das eine Sache ist, die man relativ schnell lernen kann. Und Green of Flame kriegt einfach eiskalt von Gametendo eine Mitgliedschaft geschenkt. Ey, wie cool. Dankeschön, Gametendo. Das ist sehr, sehr, sehr lieb von dir. Kannst mal all deine Tattoos zeigen? Gaming Bros, pass auf. Schnell Durchlauf, okay? Pass auf, jetzt hol ich mal das Mic hier hoch. Also, Shika-Hand, Gladiator-Helm, Lieblingsfilm, epische Hand, die alles in den Fäden hält, der CEO-Boss, Schlange aus Harry Potter, sprechender Hut aus Harry Potter, Rabe Raff Kamora, Mond-Nachtmensch, Azula aus Avatar, geiler, epischer, asiatischer Drache mit Pokéball in der Hand, ne, asiatische Kultur, Nintendo, alles dies, das, hier, angerissene Spielkarte, Ass, wegen House of Cards. Und hier 2 Fische, Yin und Yang. Es gibt nie Schwarz-Weiß, es ist immer eine Mischung. Und Avatar-Bezug. Das war der Schnelldurchlauf. Wirst du das Kirby-Remake spielen? Nein, interessiert mich nicht. So, Kirby in aller Liebe. Sein 3D-Spiel hat mir auch sehr gut gefallen, aber die 2D-Games haben mich bisher noch nicht so abgeholt. Domi, ich wünsche dir eine wunderschöne Dusche. Und Over the Land for You, danke dir auch für deinen 24. Monat. 2 Jahre Abo-Falle, ich wünsche euch einen schönen Abend. Es wird eine Geschichte auf dem Eis erzählt, aber ohne Sprechen, nur über Musik und Sounds. Okay, okay. Verstehe. Cool. Klingt spaßig. Wo war das Ganze? Ist es, nee, wo war das Ganze? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Heute Nacht wurde der 70-Sterne-Weltrekord von Benji gebrochen. What? Er hat's geschafft? Yo, laber nicht. Ey, der Typ hat so lange gegrindet. Ja, krass, ich hab's ihm so gegönnt. So ein geiler Typ. Pass mal auf, jetzt schauen wir mal. Super Mario 64. Ey, wie geil. Ey, das freut mich richtig für ihn. Das freut mich mega. 70 Sterne. Tatsächlich, um 2 Sekunden. Halt dein Maul, um 2 Sekunden. Boah, da könnten wir ja fast ein Reaction Saturday machen. Boah, das könnten wir uns wirklich überlegen. Boah, das wäre, weil da kann ich sehr viel dazu erzählen. Da kann ich sehr viel dazu erzählen. Hm, okay, überlege ich mir mal. Weil Benji ist eine geile Sau. Benji ist eine richtig geile Sau. Momentan ist in Stuttgart, okay.
Überlege ich mir mal. Kann ich ja vielleicht als Video für die nächste Woche mitnehmen. Ey, voll geil. Benji ist eine mega coole Socke. Ist Österreicher. Streamt auf Englisch, also alle streamen auf Englisch, aber sehr geil. Ich glaube, der ist sogar noch 17. Ich glaube, der ist 17 oder 18. Also noch sehr, sehr, sehr jung. Ey, voll cool. Oh Mann, das freut mich gerade richtig. Weil der hat wirklich lange gegrindet. Und der hatte schon so viele Weltrekord-Runs, die alle irgendwo gescheitert sind. Voll geil, dass er es geschafft hat. Ja, du, aber die 2 Sekunden Greener Flame ist gar nichts. Also Benji hatte mal einen Run am Laufen. Da war er, glaube ich, bis zu 20 Sekunden vor seiner PB. Der ist dann aber auch irgendwo gescheitert. Aber, also, da ist noch so viel drin. Da ist noch so viel drin. Das ist jetzt der dritte Run, glaube ich, der in der 46 ist. Also, der bei 46 Minuten irgendwas gelandet ist. Aber da ist, also, der 70-Sterne-Weltrekord, der wird bald wieder gebrochen, denke ich. Das ist auf jeden Fall noch alles gut machbar. Oh, ey, voll cool. Hab eine Nachricht, die du eventuell anpinnen könntest. Alles klar. Ich lese sie mir durch, Kevin, und entscheide dann, ob ich sie anpinne oder nicht. Wie weit seid ihr in Minecraft? Wir haben beim letzten Mal, ich kann es ja nochmal zeigen, wir haben ein schönes Haus gebaut, wir haben ein Lager, wir haben unsere erste Landwirtschaft aufgebaut, wir haben, glaube ich, 8 Diamanten gefunden, grob ein. Ich würde sagen, wir haben so die Grundausrüstung. Wir haben jetzt noch nichts Krasses geschafft, aber wir haben so eine Grundausrüstung. Am Anfang war er auch um die minus 25. Ja, das ist gottlos. Ist schon klar, wer heute dazukommt. Nee, tatsächlich noch nicht, Jambrim. Aber irgendjemand wollte ich heute... Also, ich dachte, wir holen dann wieder ein, zwei Leute auf den Server. Ich muss mal gucken. Vielleicht hätte ich mir das vorher überlegen sollen. Warte mal. Ist die Cat... Ah, hier, Modpack, gar kein... Ah, ich sehe sie. Kevin, sorry. Ich habe die übersehen. Jetzt ist sie drin. Ja, ja. Sehr gut. So. Quasi ein FAQ zum Anpinnen. Was? Unlegit? Ich hab dich... Oh mein Gott, Unlegit! Es tut mir furchtbar leid. Welcome back bei den Otter-Abnutzern. Danke dir für deine Mod-Mitgliedschaft. Wie konnte mir das durchrutschen? Oh mein Gott, ich fühle mich bad. Übrigens, Freunde, vielen Dank für euer Feedback auf dem gestrigen Video. Na, also guckt es euch auf jeden Fall an. Ich war sehr happy mit dem. Ich habe sogar selber geschnitten, ne? Weil einige immer noch, klar, weil Justin mittlerweile viel schneidet, schreiben alle mal ja, Tipp für Justin oder so oder Props an Justin. Das Video am Samstag habe ich, oder gestern habe ich komplett selber geschnitten, ne? ich weiß nicht, Brot. Also ich denke, wenn irgendwann mehr Leute draufkommen, dann werden sich damit sicher so eigene Zivilisationen gründen, ne? Aber erstmal hätte ich gesagt, starten wir zusammen. Ey, und wirklich, Green, danke dir. Warte mal, das war die Gifted-Memberschaft, ne? Das ist die Gifted-Memberschaft gewesen, wofür jetzt erst der Alert kam. Stimmt, ich hatte C und Tim gefragt. Theoretisch kann ich Tim nochmal fragen. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? What the fuck? Warte mal ganz kurz. Wo habe ich mein Handy gefragt? Das ganze Geld macht mich schöner. Ich weiß, dass es dir gefällt. Ich glaube, das Skelett möchte etwas sagen. Das zeigt schon die ganze Zeit auf. Nick, möchtest du was sagen? Dass sie den Stream liken sollen. Ey, Props. Wo zur Hölle ist mein Handy? Chat, habt ihr mein Handy gesehen? Also erstmal übrigens noch an der Stelle Prost, ne? An alle Paulaner Spezi-Enjoyer. Ihr seid alles geile Menschen. Auf Klo. Pass auf, ich such's jetzt und sage euch dann, wo es war. Hä, wo ist das? Was geht? Ah, ich bin übel gut drauf. Ariana, ich danke dir für die 207. Das ist sehr lieb von dir. Und Walter White ist Kanalmitglied? Aber außerhalb des Chats, oder? Außerhalb des Chats. Das war nicht hier drin. Walter, falls du da bist, viel Spaß beim Kochen und danke für deine Mitgliedschaft. Das ist sehr lieb. Was für ein Handy hast du? Irgendein iPhone. Ich glaube, 13. Nee, stopp. iPhone 13 ist doch das Neueste, oder? Oder 12?
Oder 11? Ich weiß es nicht. Ich sehe da auch keinen Unterschied mehr. Ich glaube 12. Ich glaube ein 12 Pro, aber ich weiß es nicht. iPhone 14 ist... Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es ist ein 12 Pro. Sehe ich das irgendwo in den Einstellungen? Aber ich habe das auch schon mal erzählt. In den Chat hat auch gerade einer 12 Pro geschrieben. Also es müsste stimmen. Allgemein. Info, das klingt doch gut. Ah, Modellname, ja. iPhone 12 Pro. Okay, es ist ein 12 Pro. Wie gesagt, das ist. Ich finde, seit dem iPhone 10 hat sich nichts mehr geändert an den iPhones. Wirklich. Und ich habe auch nur mir einen 12er gekauft, weil mein 10er kaputt gegangen ist, weil ich es zu häufig aus der Tasche geheatet habe und dann ist das Display zerstört worden. Also wirklich so, dass es nur noch Türkis angezeigt hat. Ansonsten hätte ich immer noch meinen 10er, glaube ich. Und auch das werde ich so lange behalten, bis es komplett kaputt ist. Ja, die Handys sind fast alle gleich geblieben. Also ich finde, bei Android merkst du mittlerweile schon Unterschiede, weil sie jetzt auch viel am Design von Android arbeiten. Also ich finde, Android ist deutlich sexier geworden. Aber ich meine, iPhone und iOS fand ich schon immer gut und es ist halt gut geblieben, so. das ist der Punkt. Also es bedarf halt auch nicht vieler großer Änderungen. So, das ist halt auch der Punkt. Aber ich wollte jetzt Tim schreiben. Pass auf. Yo, Tim Meister. Keine Ahnung, ob du heute Abend live bist. Ich wollte nur Bescheid geben. Ich streame heute wieder Minecraft und der Server wäre offen. Das heißt, falls du Bock hast, Minecraft zu streamen, so bis keine Ahnung, so früh Abend. Oder ich kann auch für dich noch länger onlassen, also für heute Abend. Falls du Bock hast, Minecraft zu spielen, der Server ist an. Okay. Ja, diese Flip-Handys, die kommen langsam, ne? Diese neuen Smartphones zum Aufklappen, die sehe ich immer häufiger. Da war ich noch im Stream dabei, da war das 13 Pro gerade draußen, aber es war ausverkauft, deswegen hast du das 12 Pro geholt. Da, also es ist mittlerweile so, dass meine Community mein eigenes Leben besser kennt als ich. Komm, wir fragen Theo auch noch. Die Frage ist halt nur, ob der heute streamt, ne? Der streamt, glaube ich, nicht so regelmäßig wie Tim und ich. Aber ich meine, ich kann ihm mal schreiben. Pass auf, wo ist er? Fragt man doch auch mal. Hier. Yo, Meister, keine Ahnung, was du heute Abend vorhast. Ich werde aber heute Abend auf jeden Fall den Minecraft-Server wieder anschmeißen und einfach ein bisschen zocken. Also, falls du, keine Ahnung, heute streamst oder einfach nur Bock hast, privat Minecraft zu spielen, heute wäre auf jeden Fall der Server wieder den ganzen Abend online, falls du Lust hast. Falls ja, melde dich, dann schicke ich dir die IP rüber. Wenn du irgendwas anderes vorhast, alles gut. Ich wollte dir nur Bescheid geben. Theo ist nur montags und donnerstags live. Okay. Matteo! Dankeschön für die 2 Euro. Glaubst du immer noch an Anziehungskraft? Matteo, ich glaube täglich an die Anziehungskraft. Weil ich bin ein intelligenter Mensch und Gegensätze ziehen sich an. Und deswegen seid ihr so, wie ihr seid. Alle meine Bitches nennen mich Daddy. Chillen mit der Family. Jo, Hübi, glaubst du immer noch an Anziehungskraft? Das war eine Ansage. Und den kapieren nicht viele. Eben weil. Ne? Was hast du heute in Minecraft vor? Ich habe heute mehrere Dinge vor. Also ich möchte heute unsere Tierfarmen erweitern. Das ist ganz wichtig, was wir heute machen. Ich möchte, dass wir genügend Leder haben, dass wir genügend Federn und Eier bekommen. Also dass wir auf jeden Fall die Kuh- und Hühnerfarm erweitern. Im besten Fall auch noch die Schafsfarm. Aber Wolle finde ich jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber gerade Kuh- und Hühnerfarm muss größer werden. Dann will ich eine richtig geile Enchantment-Ecke bauen, ne? Also Enchantment-Table mit genügend Bücherregalen drumherum, dass wir fette Enchantments auf unsere Werkzeuge packen können. Das ist mir äußerst wichtig. Ansonsten, Nether-Portal wäre natürlich Bombe, aber dazu müssen wir noch mehr Lava farmen. Mal gucken, wie unsere Lava-Farm sich heute so entwickelt. Ansonsten irgendeine geile neue Höhle finden, die vielleicht nicht geflutet mit Monstern ist. Wolle brauchen wir auch, okay, dann werden wir heute auf jeden Fall die Tierfarm erweitern. Und ansonsten,
Ich bin mir gar nicht... Vielleicht irgendwie... Ich hätte Bock irgendwie so... Es gibt ja so typische Maschinerien, die man so aufbauen kann. Wie so eine, was weiß ich, eine Kaktusfarm, eine Zombiefarm, eine whatever. Ne, sowas in die Richtung. Also irgendwie so Rohstoffgewinnung automatisieren. Wenn ihr so, ich glaube, das sind die drei wichtigsten Punkte. Irgendeine geile Rohstofffarm bauen. Das wäre, glaube ich, richtig cool. Tiere vermehren, eine ganze Enchantment-Ecke bauen. Und dann schauen wir mal. Ich meine, ein Villager würde ja passen. Wir haben ja schon ein Dorf gefunden. Und Überleben ist wichtig, ne? Überleben. Das ist das Allerwichtigste. Okay, Friends. Automatische Farmen sind genau mein Jam. Hab gefühlt nie was anderes gemacht. Ja, Brot, das ist großartig. Und ich würde auch sagen, dass wir heute ein, zwei neue Leute noch auf den Server holen, dass einfach noch ein bisschen mehr Leben reinkommt. Eine Eisenfarm ist das Nützlichste, aber ich glaube, da braucht man doch eine gewisse Form von Villager für, oder? Da war doch irgendwas. Ich weiß nicht. Brot, hättest du Bock mit Minecraft zu spielen? Hättest du Bock auf den Server zu kommen? Wie lange braucht der Alert? Hey, Nintendo, wo hast du donated? Man braucht drei Villager, okay? Also ich meine, Brot auf dem Server kann nie schaden. Warte mal, ich schieb mal jetzt den Chat mal hier rüber. Ja, safe. Baba, schreib mir mal eine kurze DM auf Discord. Dann schick ich dich rüber. Dann schicke ich dir die IP. Pass auf. Der Server müsste an sein, Justin. Das heißt, du müsstest, glaube ich, schon draufkommen. Pass auf, und ich starte jetzt hier auch mal. Nee, nicht Donated Memberschaft. Warte mal, ich scroll mal hoch. Ah, ich sehe. Mein Tendo, das ist die Nachricht. Das ist die Nachricht. Die Nachrichten kommen leider nicht durch, Meister. Sondern nur, wenn du quasi deine Memberschaft abläuft und du deine neue abschließt. Dann kommt der Alert. Aber mir sind die 14 Monate tatsächlich durchgerutscht. Das tut mir furchtbar leid. Das zweite Kind ist auch schon halb fertig. True. Wobei, na, 9 kann man ja nicht so gut durch 2 teilen. Justin ist schon drauf. Ja, Baba. Der Typ ist nicht aufzuhalten und das ist gut so. Hab gerade so deinen Tattoos zurückgespult. Hast mehr, als ich dachte. Er ist halt einmal der Arm voll, ne? Und ich bin wirklich krass am Überlegen, ne? Ob ich mich weiter tätowieren soll. Aber ich wenn ich das mache, mache ich es in irgendeiner Form von Belohnung. Also, dass ich irgendwas erreichen will. Am besten irgendwie so Fitness-Progress. Und wenn ich dann einen gewissen Fitness-Progress gemacht habe, dann will ich mich weiter tätowieren. Ich habe voll Bock, weiter zu tätowieren. Das ist so schlimm. Ja, mein Tinte, das kann man theoretisch machen. Over the Land for You, bei mir war es auch so. Also ich habe auch eine der ganz alten Versionen irgendwann mal gespielt und dann gefühlt so 14 Minecraft-Versionen verpasst. Und jetzt spiele ich quasi bewusst Vanilla, weil Vanilla fühlt sich für mich mittlerweile wieder wie Modded an. Weil so viel neuer Shit dazu gekommen ist, das ist wie ein neues Spiel für mich so. Grüß dich, Kaso, schön, dass du da bist. So, passt auf. Jetzt düsen wir mal rüber. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ne, hier müssen wir hin. So, da brauchen wir einmal den Greenscreen. So, dann machen wir noch hier Licht von der Seite. Oh, das ist Spirit Tracks Mucke, ne? Vanilla ist mittlerweile so umfangreich, dass du es wirklich entspannt zocken kannst. Greenscreen Belichtung, genau. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. So, dann muss natürlich obviously das Spiel größer werden. Das ist, glaube ich, zu groß. So. Oh Gott, ich sehe das kaum. Ja, so wird schon passen. Der ist auch nach unten, ne? Das Problem ist, Minecraft startet immer super klein. Das ist total idiotisch. Okay, das sieht gut aus. Okay, dann hüpfen wir mal drauf. Fand das Spiel klein oben links ziemlich wild? Freut mich, Meister. Dann werde ich das beim nächsten Mal so machen. So, ich muss mal gucken, dass Brot mir schreibt. Brot hat geschrieben. Ach du Scheiße, es regnet schon wieder. Und es ist ultra laut. Warum ist es so laut? Alter, Master Volume 100%? Ja, wahrscheinlich. So, das ist Justin, die Sau, ne? So. Okay, jetzt wartet mal.
Die Welt muss mal kurz frisch schreiben. 1.19.2 ist die richtige Version, ja. Passt auf. So, jetzt hole ich mal ganz kurz hier die IP. Ich hasse Regen, ne? Ich hasse Regen so sehr. Wo sind wir denn? Da. Und ich muss noch eine Insta-Story machen, fällt mir gerade ein. So, mein Account, meine Server. Da. Zack. Serveradresse. Bam, da haben wir sie doch. Natürlich Brot bitte niemandem geben. Das wäre ganz lieb von dir. So, Freunde. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Big Pork. Sehr schön. So, und jetzt nochmal ganz kurz, um alle abzuholen, Freunde. Also, es ist, ich finde, Minecraft ist so ein schönes Spiel, ne? Es ist der Wahnsinn. Minecraft kann so wunderschön sein. Bob-Oms Battlefield, nur ohne Bob-Oms und ohne Battlefield. So sieht's aus. Also, das ist unser wunderschönes Zuhause, Guys. Hier sind, vermehre ich aktuell noch meine Hühner. Na, die sind auch sehr eingesperrt, weil die legen Eier und es geht direkt in den Trichter darunter. Hier sind auch ein Schwein haben wir schon und drei Schafe, ist doch schon mal gar nicht schlecht. Dann haben wir hier unsere kleine... Ah, da sind sie auf dem Server, ne? Sehr gut. Da ist unsere Zuckerrohrfarm. So, hier unten geht es dann zu unserer normalen Farm. Unsere Melonen sind auch schon gewachsen. So, hier... Oh mein Gott, was ist hier passiert? Holy shit! God damn it! Alter, Justin hat ja beim letzten Mal noch ordentlich Gas gegeben. Holy shit! Also hier vermehren wir gerade Lava, weil wir wirklich beim besten Willen keine Lava in sinnvoller Reichweite gefunden haben. Sehr, sehr, sehr geil. Und natürlich unser Haus. Wie gesagt, ich sehe das auch gerade frisch. Ey, es sieht ja mal mega schön hier aus. God damn it. Pork. So, und hier ist unser kleines Zuhause. Hier pennen wir aktuell. Wir brauchen jetzt ein viertes Bett für Brot. Und hier unten ist quasi unser Lager, wo wir unseren ganzen Shit drin lagern. So, wie viel ist 100 mal 100? Meister, du musst einfach 4 Nullen hinter die 1 packen, dann hast du es. Es müsste 10.000 sein, oder? Warum auch immer du das gefragt hast. So, hier sind unsere Skelettpferde. Die heißen, glaube ich, Bonezone und Nick. Oben auf der Leiter ist noch nichts, noch nichts. Da sind unsere Kühe, die will ich heute definitiv erweitern. Ich hole mir jetzt gleich mal Stroh hier, dass wir die füttern können. Damit wir an genügend Leder für Bücher rankommen. Texture Pack und Shader steht beides in der angepinnten Nachricht. So, wo haben wir es denn? Pflanzen, läuft das unter Pflanzen? Das läuft unter Pflanzen. So, mal gucken, ob Brot schon... Ist Brot schon da? Sehen wir Brot irgendwo? Na, eigentlich muss ja die Treppe zum die Moria-Treppe hochlaufen, ne? Hier müsste ja irgendwo diese epische, wirklich geisteskrank epische Treppe hochlaufen. Ich glaube, der Spawn ist irgendwo in die Richtung. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sehen wir Brot irgendwo? Oh, schaut mal, da ist Eisen. Das wird auf eine Massentierhaltung rauslaufen. Ja, aber wir machen das unterirdisch, damit sie... Da unten ist Brot, glaube ich. Ich glaube, da lief gerade Brot. Da ist er. Jawollo. Da ist er. Let's go. Let's go. Weißt du grob, in welche Richtung das Villager-Dorf war? Justin, ich glaube, das war dort schräg hinter. Ich glaube, es war auf... Nee, das war auf irgendeinem Berg drauf. Ich glaube, hier in die Richtung. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Es war auf irgendeinem Berg. Das weiß ich. Oh Gott, boy. Wir müssen ihn jetzt erstmal ausrüsten. Ich habe auch kein Schwert mehr. Pass auf, wir helfen ihm jetzt mal kurz. Mit unserer Eisenhoe. Sehr gut. So, Brot, komm mit. Wir rüsten dich kurz aus. Du kannst dich frei bedienen. Einfach hier reinsteppen. Oh, okay, sehr gut. Und da unten sind Kisten. Bedien dich frei. Du gehörst unserer Kultur nun an. So, und jetzt gehen wir erstmal die Kühe füttern. Wer darf alles auf den Server? Aktuell nur ausgewählte Leute. Also, das soll wirklich ein kleines Projekt erstmal bleiben. Und ich werde immer so pro Stream ein, zwei Leute dazu holen, ne? Keine Ahnung. Mods, treue Zuschauer, whatever.
einfach Leuten, denen ich vertraue. Weil hier sind keine Plugins drauf oder so. Theoretisch kann alles gegrieft und explodiert werden. Das heißt, nur Leute, wo ich mir 100% sicher bin, dass sie sich richtig verhalten. Oh mein Gott, sind das alles Kartoffeln? Oh mein Gott, das sind alles frische Kartoffeln, ne? Let's go. Ich finde Kartoffeln sind so ein geiles Nahrungsmittel. Ohne Scheiß. Aber wir müssen hier noch Fackeln aufbauen. Ich glaube, hier auf den Feldern können aktuell noch Zombies spawnen. Pass auf. Wir machen jetzt mal kurz hier. Und ich glaube, das wächst doch auch gar nicht im Dunkeln, oder? Ich glaube, Getreide kann gar nicht, oder allgemein, Pflanzen können doch gar nicht im Dunkeln wachsen. Die brauchen immer so eine gewisse Lichtquelle. Oh mein Gott, wir haben einfach einen Stack Kartoffeln. Let's go. Und da das einfach wirklich so ein Feel-Good-Streaming-Projekt sein soll, wo wir einfach gemeinsam coole Sachen machen, muss ich halt den Leuten 100% vertrauen können. Und wie gesagt, irgendwann dann fürs öffentliche Minecraft-Zocken haben wir dann Hypecraft. Aber das dauert eben noch. Und das ist auch nicht Vanilla. So, dann fahren wir mal kurz Melonen hier ab. Einmal das Feld wieder frisch machen, ne? Danach macht ihr die Ofenkartoffel, ja? Richtig, du hast es absolut verstanden, Wiest. Boah, ich liebe es, Getreide zu ernten, weil du eben nur einmal klicken musst und du kriegst so viel raus. Es ist so, einfach schmackhaft. Was ist das für Mucke? Ich habe irgendeine Feel-Good-Nintendo-Playlist drin. Kennt die Mucke jemand? Kirby? Okay. Ah, auf Queen Raid ist Verlass. So, sehr schön. Unseren Zuckerrohr auch mal abernten, damit wir haben heute noch eine große Bücherproduktion. Ich glaube, die Schafe können wir auch kurz vermehren. Was geht, Männer? Brot ist auch schon am Start. Wunderbar. Oh, so ein Hollywood UI-Logo. Boah. Aber das müssten wir wahrscheinlich aus Glowstone dann wahrscheinlich bauen, oder? Das müsste ja irgendwie beleuchtet sein. Es gab in dem Kirby-Teil so Casino-Level und den spielte der Track. Ah, ja, es klingt sehr Casino-mäßig. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, wir müssen wieder in die Mine runter, Freunde. Ich glaube, es hilft alles nichts. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn aktuell aus mit Kohle und so. Ja, wir haben 20 Kohle. 13 Eisen, das ist halt nix, ne? Wir müssen in die Minen runter. Vielleicht sogar Strip Mining. Vielleicht wirklich einfach Strip Mining. Ich glaube, da findet man schon ganz guten Shit. Weil in diesen Höhlen rumlaufen, das war zwar ganz okay, aber ich habe das Gefühl, Strip Mining kann einfach nochmal deutlich effektiver sein. Gefühlt. Ja, oder hinter die Schrift Lowstone setzen. Das können wir auch machen, ja? Aber da müssen wir jetzt mal nach der Lava-Farm gucken. Also wir brauchen ja... Wir produzieren ja quasi unsere eigene Lava da unten, ne? Und da brauchen wir halt richtig viele. Ich glaube, hier hat Justin mal die fertige Lava reingesetzt, ne? Hier muss halt immer was rauskommen. Und das Problem ist, ich würde halt noch mehr von diesen Cauldrons bauen, aber die kosten halt fucking viel Eisen, ne? Wo wir dann wieder beim Problem mit dem Eisen wären. Also es darf uns wirklich nicht an Eisen schaden. Also Brot, falls du was tun willst, eine Eisenfarm wäre großartig. Ab in den Schacht. Du willst, dass ich direkt runter in die Mine gehe, mal daran, ne? Ich merk schon, du kleiner Sohn. Hier geht's auch schon runter, aber hier haben wir nicht weitergebaut, okay? Oh, aber schaut mal, hier unten ist eine Mine. Hat Justin hier schon angefangen? Boah, ist ja voll sinnvoll, wenn wir uns da unten ein Wasserbecken hinbauen. Dann kann man nicht einfach von hier unten da runterspringen. Das machen wir, Freunde. Wir bauen da unten ein Wasserbecken hin. Passt auf. Dann machen wir jetzt einmal so. Für den Eisenfarm brauchen wir erstmal Villager in der Base. Ich glaube, Justin hat sich voll drum zu kümmern. Wie bringt man Villager nach Hause? Denn er bringt Villager nach Hause. Villager nach Hause. Stimmt, man kann auch einen Wasserfall machen. Ja, aber der muss schön aussehen. Warte mal. Eigentlich, das würde ja schon reichen, ne? To be honest, würde das schon reichen. Boot und Leine. Ah, oh ja, das klingt sinnvoll.
So. Okay. So, aber ich will nicht meine Diamantspitzhacke verwenden. Die will ich erstmal schön enchant, ne? Wir schauen uns das erstmal an. Oh, nee. Er hat die so gebaut, dass man immer an die Decke dotzt. Bro, really? Du hast die nur 3 hochgebaut und nicht 4? Hm. Ist okay. Das war Lea. Oh, man dotzt dann immer so leicht an die Decke. Das ist so, unbefriedigend. Da die so, donk, 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 donk. Ist okay, darum kümmern wir uns irgendwann. Oh Mann, man kommt hier gar nicht gescheit rum. Nein, das können wir so nicht stehen lassen. Das können wir so nicht. Nein, das können wir so. Das ist. Okay, das dauert jetzt. Na, wir machen es ganz kurz. Wir machen nicht alles, sondern ein bisschen nur, ne? Oh, Zelda-Mucke, geil. Passt die Lautstärke der Musik und Ingame-Sound? Ist das okay? Erweitere dein Treppenerlebnis, ja. Oh, das war's mit meiner Spitzhacke. Perfekt, perfekt. Okay, wunderbar, Chat. Wie gesagt, Bro, du kannst auch, wenn du kurz willst, in die Streamaufzeichnung von letztem Mal gucken, ne? Dann siehst du genau, wo das Dorf war. Es war auf irgendeinem Berg, das weiß ich noch. So, machen wir uns gleich 2 Spitzhacken. Ab in die Minen von Moria. Woher kommt der Begriff eigentlich? Du kennst die Minen von Moria nicht, Kaso? Sag mir nicht, du weißt nicht, was Moria ist. Kaso! Nee. Ich hab das doch jetzt nur safe falsch verstanden, oder? Oh, Kaso. Leute! Moria ist aus Herr der Ringe! Maybe nur eine Reihe erhöhen, dass man eine Fastlane hat. Oh, auch eine smarte Idee. Auch eine smarte Idee. Tatsächlich, Kevin, ja? Bin ich bei dir. Dass man quasi einfach hier am Rand, ne, das so macht erstmal. Und dass wir uns dann irgendwann anders drum kümmern, dass es gut aussieht. Also, Freunde, Moria ist aus Herr der Ringe. Also, es gibt wirklich wenig Filme, wo ich sage, die muss man gesehen haben. Ne? Aber Herr der Ringe, finde ich, ist schon so ein krasses Stück Filmgeschichte. Da gibt's eigentlich... Oh. Hi. Da gibt's... nein, also Herr der Ringe ist schon... finde ich, zählt schon in einer gewissen Art und Weise zum Pflichtprogramm. So, ne? Machen wir jetzt mal. Nee. Habe ich sie da falsch gebaut? Nee. So. So. Passt jetzt? Nee, warte mal. Irgendwas passt doch hier nicht. So, hier immer eins. Ah, hier geht es 2 runter. Ah, doch, da ist das ein Fehler. So. Genau, und dann machen wir es jetzt. So. Das ist wahrscheinlich, weil hier irgendwie Rohstoffe waren oder eben so ein Gravel-Vorkommen. Dadurch ist das hier so löcherig. Ich verstehe. Ich höre Spinnen. Okay. Ist notiert für die Filme, die ich demnächst schaue. Also, ich bin Herr der Ringe. I don't know. Ich finde, das zählt schon irgendwo dazu. Also, Herr der Ringe ist schon important irgendwie. Vor allem auch so mit diesem Hintergrundwissen, wann diese Filme gedreht wurden. Und wie krass die für die damalige Zeit waren und alles. Und Herr der Ringe ist so ein Thema, finde ich, da sollte man einfach mitreden können, wenn es mal aufkommt. Ich muss mal gucken, auf welche Höhe das Ganze dann geht. Aber immerhin haben wir dann schon mal eine Fastlane. Oh, Lapis Lazuli, hallo. Was zum Enchanten meintet ihr, braucht man das, oder? Bloß Kupfer ist halt übel useless. Also keiner hat halt Bock auf Kupfer. Das ist halt das ist wirklich so ein richtiges Setch-Mineral.
sind das alles für Mineralien, ey, wie viele Steine es einfach gibt. Holy shit. Aber jetzt haben wir eine Fastlane. Na, jetzt kann man hier wieder schnell hochdüsen. So, welche Höhe meintet ihr war gut für Diamanten? Wir sind auf minus 5. Aber ich glaube noch tiefer, ne? Yo, schreibe ich immer mit Y. Minus 56, minus 9. Oh, da müssen wir noch deutlich tiefer. Okay, da müssen wir noch deutlich tiefer. So, pass auf. Ich meine, wir müssen jetzt quasi hier runter, weil wir dann immer eine Treppe hinsetzen, ne? Und dann so, genau, so müssen wir anfangen. So, und da müssen wir jetzt, warte mal, hier, wenn hier, oh Gott, wie hoch muss denn das sein? Das ist voll schwer, das durchzudenken mit den Treppen. Ich meine, das kommt jetzt hier hin und dann eigentlich so, ne? Oh boy. Was ist das denn hier? Chat, was ist das? Ha, Diamanten! Let's go! Oh mein Gott. Oh boy. Aber es ist, glaube ich, nur einer. Es ist, glaube ich, nur einer. Oh, Sedge. Egal, egal. War trotzdem ein guter Moment. War trotzdem ein guter Moment. Amethyst ist das. Amethyst. Was macht man damit? Von wo bin ich runtergedroppt? Hier, ne? Okay, haben wir eine... Braucht man für ein Fernglas? Das ist wie Kupfer. Sind das alles Sachen, die nur eingebaut wurden, damit sie mit Kupfer zusammen funktionieren? Ja, das müssen wir uns dann halt markieren, dass das hier ist. Also eigentlich übel useless, oder? Sehe ich das richtig? Vor allem mit hier, mit wie heißt es? Optifine hat man sowieso quasi ein Fernglas, ne? Das ist ein schönes Deko-Element. Ja, das ist true. Also hübsch aussehen tut's, da bin ich bei euch. Ich glaube, ich lasse das einfach mal so offen. Das ist ja eine in sich geschlossene Höhle. Ab 1,20 werden damit Rüstung gemacht. Ah, oha! Dann gibt es einfach neues Rüstungsmaterial. Okay, das ist krass. Das ist ehrlich krass. Das ist jetzt hier dieses Amethyst, oder? Block of Amethyst, ja. Krass. So glasmäßig, da kann man ja sogar durchgucken. Oh, 3D-World-Mucke. Übrigens, ne, ich muss es jetzt die Woche immer wieder erwähnen. Nächsten Samstag haben wir einen ganz, ganz großen, nächsten Samstag haben wir einen ganz, ganz großen One-Stream-Wonder. Da werden wir 3D-Land zu 100% in einem Stream durchspielen. Die Rüstung wird aber nur vom Look angepasst. Och, nee. Na, also, da werden wir auf Twitch 3D-World mit allen grünen Sternen und allen Stempeln, außer vielleicht den jedes Level mit jedem Charakter, werden wir 3D-World durchballern. Das Ding wird wahrscheinlich roundabout... Boah, ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich denke mal so 10 Stunden auf jeden Fall. Also, tragt euch das schon mal ein. Nächsten Samstag. One Stream Wonder 3D-World. Habe ich Land gesagt? Ich meinte World. Ich meinte World. Okay, wir spielen World. Es gibt Grünstände nur in World. Wenn ich Land gesagt habe, habe ich mich versprochen. So, wie tief sind wir denn jetzt? Minus 23. Was ist das? Minus 54, habt ihr gesagt, ne? Dann müssen wir ein bisschen runter. Was ist denn das für Material, was ich hier gerade abbaue? Hier das. Smooth Basalt. Okay. Müssen wir ein bisschen runter müssen wir noch.
Das stimmt, Kevin, ja. Mein Vater hat dich letztens entdeckt und hört nicht mehr auf, von dir zu reden. Oha! Interessiert er sich auch für Gaming? Oder wie darf ich das verstehen? Auf welcher Höhe bist du? Ich glaube, gerade bin ich auf minus 30. Ja, das mit dem Blockhöheabbau mit der Treppe und so, wir machen das dann irgendwann schön. Alles zu seiner Zeit. Jetzt geht es erstmal darum, überhaupt auf die passende Höhe zu kommen. Erstmal Funktion, dann Optik. Mein Vater nennt Spezi nur noch Hübi-Brause. Ja, in dem Sinne. Auf eure Dads. Oh boy, was ist denn das jetzt für ein Material? Was bauen wir denn jetzt ab? Oder ist das ein Shader-Problem? Was ist das? Chat, was passiert jetzt? Es ist einfach nur insane dunkel. Das ist ein Bug. Ah! Ich dachte mir gerade, hey, was ist denn jetzt los? Oh yeah, Eisen, let's go. Eisen können wir immer brauchen. Eisen ist so wichtig. So, dann nehmen wir mal kurz mit. Oh, Redstone. Es ist mir relativ egal. So, wie tief sind wir? Minus 36. Es wird langsam. Justin braucht es. Ja, wir haben Justins großartige Redstone-Aktion haben wir schon gesehen. Das ist nämlich sich selber mit einem Creeper vor dem eigenen Haus in die Luft sprengen. Suchst du immer noch Modder für Nintendo-Spiele? Also, prinzipiell immer. Also, wir haben jetzt eine Discord-Gruppe mit 3 Leuten, die sich für Nintendo-Modding interessieren. Aber wenn jemand sagt, ich möchte ernsthaft damit beginnen und hat auch schon ein bisschen Vorerfahrung, dann kann ich den auch gerne noch in die Gruppe hinzufügen. Also, ich glaube, man kann, was das Thema angeht, nicht genügend Wissen an einem Ort sammeln. Ich hätte das Gefühl, bei diesem Material ist meine Spitzhacke, braucht die ein bisschen länger. Kann das sein? Das ist also quasi, das dauert länger als, wie soll ich sagen, als normalen Stone abzubauen. Oh, das ist, oh nee, stürzt jetzt ein? Ja, okay, aber es geht noch. Minus 59 hat die höchste Diamantenchance, aber ab minus 52 kommst du auch in Höhlen, wo du mehr finden kannst. Okay, ja, es heißt aber auf jeden Fall, wir müssen jetzt wirklich so tief wie möglich. Das, oder halt, wir müssen auf jeden Fall so minus 58 oder so müssen wir schon erreichen. Aber hey, wir sind schon bei minus 45. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Aber meine Eisenspitzhacke verlässt mich jetzt dann langsam. Okay, also für alle, die sich auch wundern, was hier gerade gechattet wird, ne? Ich bin ja, glaube ich, mit der Facecam ein bisschen drüber. Also Brot und Justin unterhalten sich gerade drüber, wie sie die Villager, glaube ich, vermehren können. Ey, ich bin echt gespannt, wie diese Eisenfarm dann aussieht, ne? Also, mir wurde nur in den Chat geschrieben, dass man dafür Villager braucht, aber ich habe halt keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Nee, ich spiele nicht Minecraft auf Switch. Ich spiele Minecraft am PC. Es gibt eine Verzauberung, wenn du Erze abbaust, kannst du bis zur Zeit... Ja, das ist die Luck-Enchantment. Das ist ja ein Ziel von heute. Wir sind auf Höhe
Minus 53, Freunde. Jetzt haben wir es gleich. Okay, Justin schreibt gerade, der muss sich auch nochmal ein Video angucken, um zu gucken, wie es funktioniert. Ich lass mich überraschen. Stimmt, als ob die Toaster Switch überhaupt Minecraft mit Shader richtig hinbekommt. Das stimmt auch wieder. Wir müssen uns dann nur noch ein gutes Strip-Mining-Prinzip überlegen. Also wir müssen, ich glaube, damit man sich in so einer Strip-Mine nicht verliert, muss man da, glaube ich, auch viel mit Schildern arbeiten. Ne? In welche Gänge man schon gegangen ist. Das kann man, glaube ich, richtig schön organisieren. So, minus 57. Dann gehen wir auf minus 59 runter und dann sind wir ready. So. Jetzt verlässt mich auch gleich meine Spitzhacke. Okay, Freunde. Aber hier sind wir auf 59. Ne, 58. Fuck. Okay, ich mach's nicht mit bloßer Hand. Meine Dia-Spitzhacke. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hoch. Aber gar nicht so schlecht, Freunde. Kein Plan zum Strippen. Erst die Sachen ausziehen, die über den anderen Klamotten liegen. Ist einfacher. Ey, aber dieses Amethyst sieht schon geil aus, ne? Es ist schon sexy. Geile Farbe. Auch die Kristalle hier. Schon cool, though. Aber will ich jetzt nicht. Jetzt holen wir uns irgendwann anders. Oh Gott, jetzt komme ich hier nicht hoch. So, hier ist unsere Fastlane. Die Blankzieh-Technik aus Twilight Princess. Ja, genau die, genau die. Oh, es ist auch schon Nacht. Aber ich glaube, schlafen wird schwierig, oder? Weil Brot ist irgendwie auf großer Odyssey und sammelt Villager. So, haben wir schon wieder Lava? Verdammt. Ich freue mich schon, wenn hier der nächste Topf mit Lava voll ist. Das ist immer geil. Ey, Create Demon, danke schön für den vierten Monat. Ich bin's, LP Bockbin, ich habe meinen Namen Logo geändert. Ey, alles gut, wir haben dich trotzdem noch lieb. Schön, dass du da bist. Du kannst auch einstellen, dass nur zwei von drei Leuten schlafen müssen. Ja, aber das wäre fast wieder ein bisschen gecheatet. Nee, da bleiben wir schon hier korrekt. So, jetzt sieht man erstmal den ganzen Bums raus. Zu Amethyst packe ich einfach mal zu Erze und Wertvolles. Keine Ahnung, ob das wertvoll ist, aber ich packe es einfach mal hin. 8 Diamanten haben wir schon. Pork. Richtig gut. So, ich habe 2 Wassereimer. Da habe ich noch einen Kürbis. Ey, diese Tiere, ne? Unfassbar. Nochmal Kies. Hier, Gravel rein da. Bin so gut wie da. Oh boy, wir haben gleich Villager. Let's go. So, das Eisen muss noch hier rein. Die Kohle packen wir hier rein. Und wo packe ich hier meinen Erde, Sand, Kies? Nee, Stein. Kommt hier die Dripstones hier rein? Keine Ahnung. Wird schon passen. So, aber ich muss jetzt nochmal. So, jetzt müssen wir hier noch das rohe Eisen müssen wir jetzt noch in den Ofen packen. Die Kohle packe ich auch mal in den Ofen. Und ich brauche neue Spitzhacken. Steht da draußen ein Skelett vor? Ja! Da steht einfach ein fucking Skelett vor der Tür. Ich dachte, es wäre Justin. Okay, wir erschlagen das Skelett mit einer Iron Hoe. Warum brennst du nicht? Ach, weil es da im Schatten steht. So, hier. Ab ins Licht mit dir! Stirb! Yeah. Okay. Ja, vielleicht war das auch Justin als Skelett. Kann auch sein. Weiß man nicht so genau. Vielleicht will Justin abnehmen, dass sein Fasching in mehr Kostüme passt. Dass er sich so... Oh, Justin will bestimmt an Fasching in so einem Morphsuit kommen. Ne? So ein Greenscreen-Anzug. So hauteng. Axt macht mehr Schaden, okay? Ist mir egal.
Warte mal, das tun wir wieder hier rein, falls noch jemand das Eisen will. Im Nether waren wir noch nicht, nein. Guys, ich musste nur ein Skelett im Tageslicht besiegen. Jawollo! Oh mein Gott! Wir sind gerade gekommen! Und wir haben ein neues, wir haben ein bisschen Lava. Yeah, let's go. So, wir erweitern unseren Wasserfall. Freunde, let's go! Zack! So, das müsste geklappt haben, ne? Ja. Let's go. Okay. Dann wieder. Die Frage ist, will ich noch ein bisschen was zu essen mitnehmen? Ach Quatsch, wir gehen jetzt erstmal runter. Aber Schilder... Na komm, wir fangen jetzt einfach an. Wir fangen jetzt einfach mal an. Habe ich gerade Lava verschwendet? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich meine, auch wenn das jetzt quasi stehende Lava war... Nee, es hätte doch trotzdem... Ich weiß, warum ihr denkt, dass ich Lava verschwendet habe. Ach, fuck. Egal. Aber wenn ich jetzt die Ecke ausgefüllt hätte, hätte es ja trotzdem noch nicht stehende Lava da in der Ecke sein können, oder? Lava funktioniert anders als Wasser. Oh, das wusste ich nicht. Okay, die Info hat mir gefehlt. Aber ist es so, dass du mit... Ja, dass in die Ecke rechts unten was rein muss, das habe ich schon geschnallt. Oh, Bedrock. Wir sind ganz unten. Okay, ich glaube, dann fangen wir jetzt an, ne? So, hier habe ich jetzt die höchsten Chancen auf... wir bauen jetzt hier so eine Art Hub. Wir bauen jetzt hier unten so eine Art kleine Höhle rein. Hier können wir auch vielleicht noch so ein paar Materialien lagern. Oh, wir machen es hier richtig schön. Wir machen jetzt hier so eine Art Eingangshalle. Eingangshalle in die Minen mäßig. Doch, ich bin ganz unten. Das ist Bedrock. Das ist nicht abbaubar. Boah, ich kann so einen Bunker machen mit so Eisentüren und so. Ja, aber dafür brauchen wir erstmal mehr Eisen. Aber auf der Höhe finde ich kein Eisen, oder? Kann das sein? Also ich finde schon, aber ich habe nicht die besten Chancen auf Eisen, oder? Ja, wir machen jetzt alles hin, was man braucht. So, Essen muss hier hin. Werkzeuge müssen hier hin. Natürlich ein Crafting-Table muss hier hin. Alles, was man so braucht. Was haben wir hier? Redstone. Ach nee. Wer will denn Redstone? Oh mein Gott, Alter, was war das? Gewittert ist? Aber höre ich unter der Erde ein Gewitter? Zeig mal dein Setup. Meist, es gibt eine Roomtour. Such einfach mal nach Hübi Roomtour. Da siehst du dann mein Setup einwandfrei. Das heißt, wenn jemand gestorben ist, nee, Meister, dann würde im Chat stehen, XY ist gestorben. Wann wird die Spezidose gebaut? Ja, true. Müssten wir eigentlich auch machen. So, okay. Dann würde ich sagen, habe ich noch Holz dabei? Nee, das passt. Also wie gesagt, dann stellen wir hier Crafting Table, Essen und so ein Shit hin. So. Okay, und dann fangen wir einfach hier. Starten wir jetzt einfach mal den ersten Gang. Und hier habe ich die beste Chance auf Diamant, ne?
Glaub nicht. Ist so geil. Es ist so geil, wie der ganze Chat andere Meinung hat. Es ist so witzig zu beobachten. No? Oh nein, Justin, was ist passiert? Ja, Platz 6 bis 8 ist besser. Villager machen Müll. Aber sie wurden nicht vom Blitz getroffen, hoffe ich. Chat, merkt ihr eigentlich, wie ihr alle unterschiedliche Meinungen habt? Das ist ein bisschen schwierig als Streamer. Google sagt, minus 59 ist die beste Chance. Wir sind exakt auf minus 59. Ich finde, da machen wir das doch gar nicht schlecht, oder? Basti GRG kenne ich. Also vom Namen her, aber ich gucke die Videos nicht. Pass auf, ich will wenigstens irgendwas finden. Ich will jetzt nicht den ganzen Stream strip minen, aber ich will wenigstens irgendwas finden. Ist auch als Nicht-Streamer spannend zu beobachten. Du meinst, was der Chat für Meinungen hat? Stimmt, einen Diamanten haben wir schon gefunden, true. Oh, Eisen, let's go. Endlich mal was gefunden, sehr gut. Ganze 2 Blöcke. Zu freaking mild. Freunde, jetzt sind wir reich. Jetzt sind wir reich. Ach, wenn wir hier in Lava laufen, da kann man doch schnell genug flüchten. Wenn wir nur gerade ausbauen. Steht schon New York. Ey, Tim, alles gut. Die Stadt ist äußerst entspannt. War das nicht Gold? Nee, das war Eisen. Hier. 2 Raw Iron. So, pass auf, jetzt machen wir einfach so. Jetzt laufen wir einfach wieder zurück. Dann machen wir es jetzt hier sogar hübsch. Dann markieren wir quasi, dass hier so ein Eingang ist mit 2 Fackeln. Und setzen jetzt da einen so einen Block hin, dass wenn da drin Monster spawnen, dass die nicht rauskommen. Wenn man den Block sehe. Und dann theoretisch muss ich jetzt hier weitermachen, oder? Dann sehe ich, glaube ich, am meisten. Ich denke nicht, dass es hier noch Diamanten gibt. Ja, weißt du, das Problem ist, irgendwann muss ich dem Chat vertrauen. Und wirklich sehr viele haben Höhe minus 59 geschrieben. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Aber ich vertraue da einfach mal der Menge, weil die haben das gleichzeitig unabhängig voneinander geschrieben. Irgendwann muss ich anfangen, dem Chat zu vertrauen. Tim, warum streamst du eigentlich nicht selber? Es ist 19:22 Uhr. Dein Schwein ist tot? Warum? Hä? Warum ist mein Schwein gestorben? Vertrau uns einmal. Ich vertraue euch, Chat. Der ganze Chat hat minus 59 geschrieben. Ich vertraue aktuell den Chat. Vom Blitz getroffen und hat sich verwandelt. Wir haben das doch sogar benannt. Wir haben ihm doch sogar extra einen Namen gegeben. Das ist so ein Scam. Das ist der... So ein übertriebener Scam. Du kannst 3 Blöcke freilassen.
Weil Blöcke nicht nur... Achso, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, bin ich bei dir. Lebt Dieter noch? Wir hatten Dieter nie in Minecraft. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Oh, das ist Mario Party DS-Mucke, ne? Nee, das ist Pokémon. Ich dachte erst, das wäre Pokémon. Ah, ich dachte, das wäre Mario Party. Ich dachte, das wäre Mario Party DS, aber es war Pokémon. Du musst höher auf minus 37. Oh, eine weitere Höhe hat sich soeben der Theorie hinzugefügt. Inventar verlieren bei Tod wahrscheinlich? Natürlich. Aber man kann es wieder einsammeln. 5 Minuten hat man Zeit. Pass auf, dann lassen wir jetzt 3 frei. Na, so. Gehen hier rein. Ich verbrate jetzt noch meine Eisenspitzhacke. Und dein Vorratslager an Lava ist jetzt voll. Baba, aber wir machen noch weiter. Wir machen noch weiter. Okay, Redstone. Installier mal eine Mod, dass der Enderdrache Domtendo ist. Puh, nee. Ist gut, Loki. Das ist sehr lieb, aber ich vertraue mittlerweile auf die minus 59. Das wurde mir jetzt aus vielen unabhängigen Quellen bestätigt. Irgendwann muss man Dinge auch einfach vertrauen. Die Dia-Höhe hat sich bei 1.19.3 verändert auf minus 54. Ja, gut, dass wir nicht 1.19.3 spielen. Warum 3 Blöcke freilassen? Naja, weil, sag ich mal, Rohstoffe selten nur einen Block breit spawnen. Das heißt, auch bei 3 Blöcken Abstand dürfte man das Ganze dann sehen. Ah, mein Ceo hat mir geschrieben. Ich habe eine Sprachnachricht von Ceo bekommen. Eisen! Okay, Ceo wirkte sehr ruhig. Aber er sagt, er hat leider aktuell keine Zeit. Aber über Termine freut er sich. Wegen dir, Hübi, spiel ich wieder LOL. Ey, so viele haben geschrieben, dass sie wegen mir wieder LOL angefangen haben. Ich selber spiele auch gerade voll viel LOL. Ich habe heute auch schon wieder 2 Runden gespielt. Okay, also unser Strip Mining war jetzt bisher nicht so erfolgreich. Aber wir können dann irgendwann mal jemanden hier runter in die Minen schicken. Immerhin haben wir, sag ich mir, hier so einen Auffanghub auf der richtigen Höhe. Habe ich die Treppen mitgenommen? Ah, nee, shit, egal. Wenn die Leaksucht kickt, ja. Hast du ja auch installiert, Bombe. Ja, nächste Woche streamen es nochmal auf Twitch, nächste Woche. Wieder gemeinsam mit irgendeinem anderen Game, aber wir streamen es nochmal. Ja, den Screenshot habe ich schon bekommen, Loki. Aber habt ihr alle frisch angefangen oder hat irgendjemand von euch davor schon mal League gespielt? Ich spiele auf 1.19.2. Texture Pack ist nicht angepinnten Nachrichten. Ich bin ja mal im Lurken, sonst fühle ich mich zu alleine. Was heißt hier zu alleine? Also warum fühlst du dich... Ach du Scheiße. Ist das die Brücke, womit der Villager transportiert wurde? Ja, moin. Ah ja, Ryan, ich erinnere mich. Oh je, yeah, unser Lava. Oh mein Gott, hier ist schon wieder eine gespawnt, pass auf. Ja komm, dann machen wir es dann noch ein bisschen breiter hier. Aus was für ein Material, was für ein Material ist das hier? Oder wir bauen es einfach oben rein, das können wir auch machen.
Wir können theoretisch hier, wenn wir das hier breiter machen, genau. Können wir das hier rausnehmen. Dann da reinsetzen, genau. Dann ein Stone habe ich ja noch. Dann packen wir noch mal einen Dripstone hin. Und dann können wir, ja genau, und dann können wir da quasi noch mal eine dritte machen. Warum geht deine, ne, sie geht auch bis minus 60, Deborah. Bloß, der Bedrock ist keine einheitlich hohe Ebene, sondern, quasi ist variiert in der Höhe. Warte mal, irgendwo haben wir doch noch so einen Dripstone. Ja, genau. Oh, 9 Stück haben wir sogar. Let's go. Ja, dann verbrate ich jetzt unser letztes Eisen und mache nochmal so einen Cauldron. Was soll's? Oh, scheiße. Wir haben, glaube ich, nicht mal genug für einen. Wir haben nicht mal mehr genug. Oh, damn, boy. Oh, wir brauchen Eisen. Wir brauchen ganz dringend Eisen. Oh mein Gott, wir sind so arm an Eisen. God damn it. Stein, da muss der Shit rein. So. Dann packen wir das noch hier hin. Genau, dann packe ich jetzt trotzdem draußen schon mal den Dripstone hin. Ich meine, ein bisschen Blöcke an Stuff zum Bauen kann nicht schaden, wenn man sie im Inventar hat. Eisen auf Höhe 16. Okay, das ist gut. Ich meine, wir haben jetzt eine Treppe bis runter zum Bedrock, ne? Also... Wunderbar. Ich meine, theoretisch können wir hier auch schon einen hinbauen, dann bauen wir irgendwann noch einen vierten, ne? Ja, genau. Dann machen wir da dann, sobald wir dann nochmal Lava haben, machen wir da noch das vierte hin. Keine Sorge, wir sind schon dabei, eine Eisenfarm zu bauen. Keine Sorge. Das ist hier... Oh, boy. Jetzt geht der mir auf den Sack. Das ist hier diese... Damit wurden Villager transportiert. Ah, boy, Alter. Oh, Bruder! Ich bin nicht so schnell. Wichser. Hat niemand gehört. Oh Gott, das ist ein Creeper. Hier ist irgendwo ein Creeper. Ich hab's gehört, ja. Ah, ja, I see. Das ist mit meinem Schwein passiert. So, wo sind die Villager jetzt? Sind die hier drin? Nee. Was habt ihr, wo habt ihr die Villager geparkt? Komm, okay. Aua. Ich brauche dringend Essen. Ah, das ist ein Tor, jetzt hat. Ich wollte es gerade aufhacken. Du hast, die brauchen einfach nur Betten, dann kann man die hier vermehren, oder? Ja. Es ist einfach eine freaking Villager-Farm. Das ist auch gottlos. Das ist der Mordkeller. Und Essen brauchen sie. Okay, wirft man das denen dann einfach rein? Egal was? Brot, okay, okay. Alter, wir haben einfach Gefangene. Ich feiere das. Und wer baut jetzt diese hässliche Brücke wieder ab? Aber wir sollten noch eine morianische Treppe zu den Villagern hinbauen. Wir opfern einfach Brot, ja. Ja, das finde ich sehr, das finde ich sehr gut, ja. Wir opfern einfach Brot. Wir haben ihn auf den Server geholt, um ihn zu opfern. Pflanzen, da muss ich hin. So, warte mal, tierisch. Haben wir irgendwas für Tiere? Teardrops da. Tears of the Kingdom. Aha! Monster Drops. So, da, ne? Ja. Können wir so bei Monster Drops hinpacken. Hey, komm, Tears of the Kingdom war gar nicht so schlecht. I swear.
Zack, 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 zack. So, warte mal, es sind aktuell... Nee, es sind 6 große Kühe. Jetzt habe ich alle erwischt. So, ihr kriegt... Sind es auch schon 4 große Schafe? Nee, es sind 3, ne? Ja. Okay. Pass auf, dann machen wir jetzt hier ordentlich Brot, weil ich das auch selber brauchen kann. Und dann werfen wir das den Villagern dann auch noch mal rein. Hier, für euch. Oh. Ach, die machen schon Liebe. Oh mein Gott, die vögeln schon. Ah, das ist schon viel Liebe, die hier entsteht. Komm, wir schauen zu. Ah, du bist ein richtiger Pervert, Justin, weißt du das? Oh mein Gott, da ist es. Da ist er. Ich check gar nichts von dem, was da abgeht. Na, eigentlich vögeln hier nur Villager. Das ist alles, Tim. Kann ich dir nochmal Brot hinwerfen? Wahrscheinlich nicht, ne? Der Kleine hat's gegessen, yeah. Hier, komm, gönnt euch. So. Jetzt müssten sie schon mal gut was haben. Habt ihr vor, irgendwas auf der Map zu bauen? Ja, irgendwann schon. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir von allem genug haben. Und dann mal sehen. Die haben das Inventar und solange die genug haben, bumsen sie automatisch. Das klingt gut. So. Okay, ja, wir brauchen immer noch Eisen, Freunde. Eisen ist immer noch unser Big Problem. Habe ich hier nicht irgendwo Eisen rein? Hier werden Kartoffeln gemacht. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Höhe 12 mal... Hier, okay, einmal Eisen habe ich noch. Ich gehe jetzt auf Höhe 12, glaube ich, meinen. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir noch ein bisschen Eisen finden oder nicht. Braucht ihr nicht Dias? Ja, auch. Keine Sorge. Aber das Problem ist, wir können jetzt bald keine Werkzeuge mehr machen. wenn wir nicht mehr genug Eisen haben. Minus 10, 16, 13. Okay, ich meine auf Höhe minus, auf 16, 13, minus 10 für Eisen. Rein in die Masse wie eine Reitstromattacke. Essen ist auch kritisch? Was, hä? Wir haben einen Stack Kartoffeln. Einfach Kartoffeln braten. Also ich finde Bratkartoffeln ist das Beste in Minecraft. So, 16, Freunde. Der ist in der Pflanzenkiste müsste der sein. So, pass auf. Hier ist Höhe 16. Machen wir mal hier. Geh mal hier rein. Hübi, was genau ist eigentlich der Sinn von Minecraft? Das hab ich nie verstanden. Bist du jetzt irre geworden, Hübi? Du sagtest, du vertraust uns, deinem Chat. Willst du Immortal Phoenix Rising weiterzuspielen? War sind so viele Leute LOL-süchtig? Also erstmal, Erik, dankeschön für die 94. Das ist sehr lieb von dir. Erstens, der Sinn von Minecraft ist einfach eine Welt zu haben, in der du tun und lassen kannst, was du willst. Es ist einfach eine riesige Sandbox, in der du quasi unbegrenzte Möglichkeiten hast. Aber es lebt natürlich komplett von intrinsischer Motivation. Also, dass man sich selber Ziele setzt. So Animal Crossing New Horizons mäßig. Dann, nächste Frage. Immortals Phoenix Rising werde ich auf jeden Fall nächste Woche nochmal streamen. Und einfach gucken, wie lange wir Spaß daran haben. Aber ich habe vor, es weiter zu streamen, yes. Und ja, ich glaube, einige von uns sind Minecraft-süchtig. League of Legends-süchtig geworden, das ist es. Wo ist die Charity-Zusammenfassung? Eine Zusammenfassung wird es nicht geben, denke ich. Also habe ich nicht vor. Aber der Stream ist schon komplett auf dem Hübi-VOD-Kanal hochgeladen worden. Also... Der Zusammenschnitt ist schon online. Kupfer,
Schade. Mann, ey, wenn einfach alles Kupfer Eisen wäre, hätten wir schon so viel Eisen gefunden, ne? Es ist gruselig. Ja, mittlerweile kann man zwar Minecraft so spielen, dass man den Ender Dragon besiegt. Also Minecraft hat einen Endboss mittlerweile. Aber, boah, ein Kupfer. Nee, hier werde ich nicht weiter buddeln. Wir gehen hier lang. Welcome back, Larry. Aber es geht vor allem darum, dass man einfach coole Dinge baut. Geil Sachen automatisiert. Und einfach schöne Dinge errichtet, auf die man Lust hat. Tamai, einfach Bauchgefühl. Ich habe da kein System dahinter. Kupfer und Eisen haben selbe Höhe, okay. Ja, also Kupfer haben wir schon mal gefunden. Mal sehen, wie erfolgreich das Ganze mit Eisen funktioniert. Ich meine, das Problem ist, wir können immer noch nach Moria gehen. Aber Moria ist mittlerweile schon einigermaßen leer gelootet. Und, da sind so viele Monster und es ist so dunkel da, weil diese Höhlen so riesig sind. Das ist... Was ist das? Gold? Gold ist auf Höhe 16? Holy shit, das wusste ich nicht. Also ich habe jetzt gleich die nächste Spitzhacke verbraten und immer noch kein Eisen gefunden. Noch mehr Gold. Ich kann meine Freude gar nicht... Wir arbeiten einfach bald mit Goldwerkzeug. So, das ist... Das neue SpongeBob-Game sieht verdammt interessant aus. Keys? Ja, ich denke schon, dass ich es auf jeden Fall anzocken werde. Ich habe es auf der Gamescom tatsächlich das erste Mal gesehen und dachte mir, wow. Das sieht echt nach einem spaßigen Spiel aus. Okay, Freunde. Wir sind noch nicht so gut darin, die Materialien zu finden, die wir wirklich brauchen. Ja, mit Gold-Tools arbeitet man sehr schnell, aber sie gehen halt einfach insane schnell kaputt. So, das muss man halt auch mal sagen. Ich habe noch die 4 Eisen von vorne im Ofen. Ja, aber es kann auch gut sein, dass Justin und Brot die mittlerweile genommen haben. So, man darf ja nicht vergessen, wir müssen mittlerweile Mineralien für 3 Leute. Für 3 Leute sozusagen. Es geht los. Hey, was auch immer losgeht, ich will auch dabei sein. Und Super Smile, Dankeschön für deinen 36. Monat. Was geht? Kannst du dein eigenes Buch rausbringen? Du, ich glaube, du unterschätzt etwas den Aufwand, ein Buch zu... Warte mal, wir können hier die Melone abbauen. Pass auf, dann essen wir ein bisschen Melone. Ich glaube, du unterschätzt etwas den Aufwand, ein Buch zu erstellen. Das dauert lange, sehr lange. Sollen wir uns Gold-Tools bauen? Der erste Villager kriegt einen Job. Oh shit. Okay. Und wie? Oha, wir haben schon 2 Kinder. Let's go. Ah, und hier in diese Nischen werden dann die einzelnen Job-Villager gebracht, oder? Jetzt noch nicht, weil die pennen. Ja, dann wecken wir sie auf. Aufstehen! Hasseln, 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 hasseln! Heißen Haffee und los geht's! Wieso kann sehr schnell gehen? Muss kein gutes Buch sein. Oh mein Gott, können wir den aus dem Bett schieben? Jawohl, er ist wach! Und wie kriegt er jetzt einen Job? Jetzt schläft er wieder. Ah, du hast so ein... Ah, ich verstehe. Oh, jetzt ich glaube, ich habe die da platziert, ne? Das sind diese Worktables. Und woher hast du die? Aus dem Dorf abgebaut? Die arbeiten nur zu bestimmten Zeiten. Die sind leider keine krassen Hustler. Ach, Mann. Bitte Chat einblenden. Der Chat ist eingeblendet, Meister. Schau mal unten rechts. Okay.
Ach, den Minecraft-Chat. Ach so. Ja, das Problem ist, kann ich den irgendwo anders hinschieben? Kann man den Minecraft-Chat verschieben? Oder ist der immer unten links? Aber ich lese euch ja alles vor. Man kann ihn nach oben verschieben? Wo läuft denn das? Unter Other? Nee. Ist Chat, ah, Chat hat einen eigenen Menüpunkt, den habe ich nicht gesehen. Chat Delay, Width, Focused Hate, Unfocused Hate. Wo verschiebe ich den denn nach oben? Wo schiebe ich den nach oben, Chat? Colors, Prompt Links, Chat Show, Narrator, Hide Chat, Only Show Secure Chat. Okay. Habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich lese es euch sowieso vor. Alter, diese Kühe, ne? Was steht hier? Achso, Nick und Bonesohn jetzt hat. Okay, das Problem ist... Ja, komm, wir machen uns Gold-Tools. Was soll's, Freunde? Wir machen uns Gold-Spitzhacken. Wir müssen irgendwie an Eisen rankommen. Der Shader, den ich nutze, die Version, die wir spielen, alles im angepinnten, der angepinnten Nachricht. Gold ist schlechter als Stein. Vorher hat jemand geschrieben, Gold ist das Beste. Alles klar, dann machen wir Stein. Ey, du kannst bei Minecraft dem Chat nicht trauen. Es ist gruselig. Es ist gruselig. Du kannst auf nichts... Es ist wirklich schlimm. Also, im Minecraft-Chat, im Livestream, mehr Fake News als in den Nachrichten. Ich sag's euch. Es ist widerlich. Hier gut fackeln, das kann man auch gut brauchen. Okay, Freunde, ich habe verstanden, Gold ist das Wackste. So, oh mein Gott, wir haben schon wieder Lava. Let's go. Wird ja langsam, Freunde. Zack, so. Jetzt brauchen wir nur noch genug Eisen, dass wir uns solche Kessel bauen können. Boah, was würde ich jetzt für meine Mining Turtle geben, ne? Was würde ich jetzt für meine Mining Turtle aus Minecraft Texit oder Tekkit geben? Zombie, freut mich, dass du meine Videos taugen. Genau dafür sind sie da. Warum habe ich keine Fackel in der Hand? Jetzt hat. Eine Mining Turtle kommt aus einem Modpack. Das ist quasi, wie soll ich sagen, so eine Art Gerät. So einfach so ein einmal ein Block großer Block, an den du quasi eine Diamantspitzhacke befestigst. Und der fährt dann quasi von alleine durch die Minen. Und dem kannst du quasi ein Programm mitgeben. Und dann läuft das. Bitte 2x1. Was ist 2x1? Es ist 2, aber ich glaube, du willst mir irgendwas übers Meinen verraten, bloß ich verstehe es noch nicht so ganz. Eisen! Let's go! Yes, Freunde! All the way up!
Nee, 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 nee. Alter, ich freue mich über Eisen wie über Diamanten gerade, ohne Scheiß. Es ist so wenig Eisen haben wir, Freunde, so wenig. Wir müssen nur noch durchkommen, bis unsere Eisenfarm funktioniert. Aber so lange müssen wir jetzt noch durchhalten. Ach, Kupfer. Vor allem Kupfer sieht einfach auch in dem Texture Pack ähnlich wie Eisen aus. Nachdem ich gerade gefühlsmäßig ziemlich dau bin, hilft mir dein Stream trotzdem, Traurigkeit, dieses Gefühl ein wenig zu verdrängen und muntert mich auf. Danke für deine positive Art. Draconia, das ist sehr lieb. Ich hoffe, du kommst sehr schnell aus der schwierigen Zeit wieder raus. Dankeschön. Auf unserem Server hatten wir auch solche Eisenprobleme. Ja, es ist gruselig, Lukas, ne? Es ist widerlich. Eisen ist einfach so unfassbar wichtig. Und irgendwie echt... Also ich hatte das Gefühl, früher ist man immer an Eisen geschwommen. Ich hatte das Gefühl, früher war Eisen wirklich so, du bist zweimal umgefallen und hattest Eisen. Ey, und hier müssen wir jetzt wirklich um jeden Block Eisen kämpfen. Aber wir haben wieder Eisen entdeckt, Freunde. Oh, es läuft. Sehr schön. Sehr geil. Oh, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Wird ja, wird ja. Sebbe, raid a minute. Da können wir auf jeden Fall drüber nachdenken. Yep, das ist kein, können wir auf jeden Fall drüber schreiben, aber klingt sinnig. Ich arbeite gerade an einer Glück-3-Spitzhacke, damit kannst du dann auch böse Chancen machen. True, true. Also direkt eine Diamant-Spitzhacke habe ich ja schon. Ich glaube, du kannst ja diese Enchantments... Kann man, glaube ich, auch in Büchern dann festhalten, ne? Das heißt, wir versuchen einfach ein Glück-3-Enchantment auf ein Buch raufzubekommen. Und dann läuft das damit. Nochmal Eisen! Ah! Brot Justin... Oh, das ist nur ein Eisen. Ah, da ist noch mehr Eisen. Brot Justin, ich bringe uns ein bisschen Eisen nach Hause. Sehr schön. Das liegt daran, dass Eisen inzwischen häufig auf etwas höheren Ebenen zu finden ist. Achso, und weil die Leute quasi immer nur tief in die Minen gehen, um Diamanten zu suchen, ne? Finden sie quasi kaum noch Eisen. Ich verstehe. Ey, wir haben schon 20 Eisen gefunden, Freunde. Das sind schon wieder 6 Spitzhacken. Fast 7. Kupfer, Mann. Kupfer ist der größte Scam überhaupt. Ah, Bücher kann man nicht verzaubern, man kann sie nur finden. Okay. Oh, ich glaube, Water Deal heißt das... Oh, was ist hier? Oh, ist das Moria? Ich glaube, das ist unsere Moria-Mine. Das müsste sie sein. Aber da waren wir schon. Das ist der Punkt. Ja, das ist unsere Moria-Mine. Ihr seht, hier ist quasi... Oh, das sind Endermänner. Hier ist nur noch Kupfer. Hier ist kein anderes Mineral mehr. Ja, da mache ich direkt wieder den Schuh. So, dann machen wir die gleich zu. Und dann lassen wir den Gang wieder in Ruhe. Bücher kann man verzaubern. Wieder Fake News gibt. Wann kommt der Moment, wo wir einfach mal richtige Informationen über Minecraft in den Chat bekommen? Schaffen wir das nochmal? Da hinten war Eisen. Ne, es war Kupfer, glaube ich, oder? Und ich glaube, das, was du in der Höhle gesehen hast, ich glaube, das war Gold und kein Eisen. Eisen sieht anders aus.
Let's go! Okay, also ich muss sagen, Höhe 16. Höhe 16 ist strong für Eisen. Also mit ein bisschen Ausdauer kann man hier definitiv eine akzeptable Menge Eisen finden. Emeralds. Ah, hast du die getradet? Die Emeralds Brot? Brot hat direkt geschrieben, dass 35 Emeralds in der Kiste liegen. So, unsere letzte Steinspitzhacke. Ja. Unsere Villager Farm kommt langsam. Freunde. Unsere Villager Farm fängt langsam an, sich auszuzahlen. Man kann noch Scheren enchanten, bringt so gut wie nichts. Aber theoretisch, wenn du eine Schere mit Luck enchantest. Eisen! Ich brauch Eisen, yeah! Gib mir Eisen, yeah! Ich brauch Eisen, gib es mir! Das Eisen ist besser als Bier! Gib mir Eisen, ich brauch den Shit! Gib mir Eisen, du bist der Hit! Eisen, yeah! Es ist nicht so schwer! Höhe 16 ist der Punkt, wo du zum Eisen musst! Wir haben noch mehr Eisen, oh yeah! Es ist so nice. Das Eisen ist so nah heiß. Was genau ist Mending eigentlich für eine Verzauberung? Du kannst deine Tools mit YP reparieren. Ah, mit Erfahrung, mit XP jetzt. Oh Gott, sehr viel Gravel, Freunde. Bada 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 bucha. Chabu dabu wacha bucha. Und wie kann man Villager locken? Also locken im Sinne von, dass sie immer das gleiche traden? Wie geht das? Ich muss viel über die Villager lernen. Einmal Handel machen. Okay, sobald man bei denen einmal was gekauft hat, dann bieten sie nur noch das an. Eisen! Eisen ist nice! Bruder, wie viel Eisen ist hier? Bro, ich kipp rein 3-4 Bier! Eisen ist shit! Bruder, das ist der Hit! Alter, 43 Eisen! Ey, Eisen! Yeah! Ich dreh noch komplett. Hol hier Eisen, Eisen. Ich hol Justin auch noch ein Bier. Eisen, Eisen. Brot guckt rein, will auch rein. Aber er hat kein Schwein. Denn es wurde vom Blitz getroffen und ist ein Pick. Pikmin. Nein, der ist nicht Pikmin. Pikmin ist was anderes. Ich will auch ein Bier. Ey, Tum. Eisen, yeah. Bruder, was ist jetzt los? Eisen, yeah! Es ist zu krank! Oh, jetzt hat meine Spitzhacke kaputt. Oha! Gottlos! Oh! Fürs Schmelzen von Eisen ist Lava als Brennstoff klüger, weil es länger als Kohle hält. Ja, Lava haben wir jetzt. Ey, stimmt, jetzt können wir unsere Lava-Farm erweitern. Jetzt können wir auch unsere Lava-Farm erweitern, weil wir neue Kessel bauen können. Einfach Eisenbiom gefunden, echt so. Klar, Lea, 8:30 ist hier noch lang nicht Schluss. Dragon Screen 1.19.2. Oha, fast ein Stack Eisen. Das kann sich wirklich sehen lassen.
Bloß Kohle finden wir jetzt nicht. Aber eins nach dem anderen. So, pass auf. Dann bringe ich mal den Rest Kohle ein. So. Und dann hole ich jetzt... Vielleicht ist das wieder ein Kessel voll mit Lava. Das wäre auch sick. Oh, leider noch nicht. Okay, dann nehme ich einfach einen Lava, glaube ich, hier raus. Können wir ihn wieder auffüllen. Java. So, dann nehme ich jetzt dich raus und Lava rein. So, ne? Ja. Aber die Playlist ist richtig gut. Was ist das? Was ist das für ein Video? Ist irgendein YouTube-Video, was ich am Laufen habe? Nostalgic Notes. Nostalgic Nintendo Music. Das klingt doch gut. Nach genau dem, was ich brauche. Oh, Tim hat mir gerade geschrieben. Warte mal. Minecraft, halt mal die Schnauze. Jo, du Sohn! Ich gehe so 20 bisschen später online und dann müssen wir noch kurz was besprechen. Und dann würde ich tatsächlich mit raufkommen. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich einen Mehrwert biete. Denn ich bin halt ein absoluter Anfänger und ich würde wahrscheinlich nur Scheiße bauen, wobei das sind deine Leute von dir gewohnt. Also ich komme später rauf. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich da jetzt... Ich habe halt nur ganz normal Minecraft Retail. Ich habe da jetzt keine Mods drauf. Kann ich trotzdem da einfach rauf oder muss ich noch was installieren und so? Warte mal, was hat er? Minecraft was? Ich habe nur keine Ahnung, ob ich da jetzt... Ich habe halt nur ganz normal Minecraft Retail. Minecraft Retail, ja, das passt. Du brauchst Minecraft 1... 19, 2. Und das hier ist die IP. Bitte nicht leaken. Das kannst du aber über das Minecraft-Menü direkt einstellen. Und es muss die Java-Version sein. Aber dein Chat kann dir da safe helfen. Okay, so, Freunde, bin zurück. Heißt das Enchantment Luck oder Fortune? Ich glaube, Fortune heißt es. Ja, so, ich brauche wieder Mucke. Nein, das ist nicht die Mucke, die ich wollte. Also, Tim, halt jetzt mal die Schnauze. Ich brauche wieder meine Nostalgic Notes. Oh yeah. That's the shit I need. So, Freunde, unser Eisen hier wird schön gemeltet. I love it. Aus 16 Stück können wir sogar jetzt die zwei Töpfe, glaube ich, bauen, die wir brauchen, oder? Müssen wir es nicht einfach so machen? Jawollo. Waren sogar 18. Ey, wir müssen dringend diese Kühe wegbringen, ne? Wir sind über 1000 Zuschauer. Ey, ohne Scheiß. Es freut mich richtig, dass ihr auch so Spaß habt, bei Minecraft zuzugucken. Das macht mich richtig, richtig happy. Das ist so schön, dass wir so viele unterschiedliche Spiele zusammen zocken können. Und wir können es trotzdem alle enjoyen. Das macht mich richtig happy, ohne Scheiß. So, ich mach mal die Melonen hier wieder weg. Das kann ja nicht schaden. Die muss man einfach nur abernten und ist diesen quasi schon essensbereit. Das ist das Geile an denen. Okay, so. Und ich glaube, es ist tatsächlich wichtig auch, dass wir Vanilla spielen. Weil im Endeffekt checkt halt jeder, was passiert. So, weil Minecraft, also jeder, der sich ein bisschen mit Minecraft auskennt. Weil Vanilla hat jeder irgendeine Ahnung. Ich meine, wir merken auch, wir haben gewisse Wissensunterschiede im Chat. Aber prinzipiell so vom Grundprinzip, was hier passiert, checkt, glaube ich, jeder. So, aber hier unten dürfen wir jetzt echt eine richtig stabile... Oh, die Mucke. Ne, hier eine richtig stabile Lava-Farm haben. Und ich glaube, ich mache die legit noch größer. To be honest, ich glaube, wir machen die noch größer. Jetzt passt mal auf. Ich muss jetzt erstmal eine neue Spitzhacke bauen. So, eins am anderen. Hübi, geh nicht zu weit in eine Mine oder so. Warum? Die Picke ist zum Greifen nah. Oh boy! Justin ist kurz davor... Fortune 3 auf eine als Enchantment zu bekommen. Du solltest auch mal schlafen gehen, sonst kommen Phantome. Wie ist denn das geregelt auf einem Multiplayer-Server? Respawn Point Set, wunderbar. Rob und Just, natürlich kenne ich dich noch.
Machst du eine Enchantment Station oder tradest du per Villager? Also eigentlich war mein Ziel heute eine Enchantment Station zu bauen. Aber wenn wir jetzt hier wirklich unten unsere Villager Farm jetzt aufbauen, was die hier ja gerade machen. Na, hier. Da der tradet Mending, das ist, dass wir mit Erfahrungspunkten unsere Sachen reparieren können. So, der tradet hier auch schon Stuff. Hier haben wir auch schon jemanden, der gleich... der hat jetzt gerade einen Job bekommen. Na, also... Ich glaube, wir werden das über die Villager machen, to be honest. Da, ich glaube, hier sind die reingegangen. Na, egal. Nicht so wichtig. Enchanter ist trotzdem wichtig. Ich fahre gerade ein bisschen Leder für die Bücher. Oh, cool. Nice. Ja, wie gesagt, ich bin ja gerade dabei, unsere Kuhfarm zu vergrößern. Dass wir es dann irgendwann selber machen. Pass auf, jetzt geben wir nochmal zwei Kühen was. Dann können die nämlich nochmal hier Liebe machen. So, immer mehr Eisengeist. Sehr schön. So, jetzt mache ich auf jeden Fall nochmal eine Eisenspitzhacke. Wir machen gleich wieder zwei. Und dann erweitern wir mal diese Lava-Farm da. Weil ich finde, die sieht auch einfach sexy aus. Jetzt mal abgesehen davon, ob die jetzt wirklich sehr sinnvoll ist oder nicht. Ich finde, die sieht auch einfach verdammt nice aus. So. Wie macht man diese Blöcke? Das sind, wie heißen, Stone Bricks. Wie macht man die, Chat? Einfach vier, oh boy, hier ist der Abgrund. Holy shit. Und genau, für die Öfen brauchen wir die Lava auch. Vier Steine, kein Bruchstein. Ja, genau, sowas. So, ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie über mir die Lava wegmache. Nee, aber das passt. Da kann jetzt sein, hier noch eine zweite Reihe Cauldrons hin. Dann passt das. Nimm am besten einen Stone Cutter. Was ist ein Stone Cutter? Das sagt mir nichts. Ah, ich hab die Dripstones sogar dabei. Ich bin hohl. Was sind das für Steine bei der Lava? Nicht die Stonebricks, die anderen. Hier sind aber nur Stonebricks, glaube ich. Oder meinst du die hier? Nee, sind auch Stonebricks. Oder meinst du die hier? Weiß ich nicht. So, genau. Und dann müssen wir es jetzt wieder zubauen. Wunderbar, Freunde. Und da setzen wir jetzt dann noch gleich dann irgendwann, wenn wir genug Eisen haben, die zweite Reihe Ding hin. Die zweite Reihe Lava und dann bauen wir das hier oben auch schon mal aus. Chiseled Stonebrick. Tiefenschleifenziegel und gemeißelte Steinziegel. Holy shit. Yo! Elite-Lappen, was geht? Hier noch einmal eine Erinnerung, nicht zu tief zu graben. Die Zwerge haben zu tief gegraben. Du weißt. Was sie entdeckt haben, J.J.R. Tolkien, Herr der Ringe. Ja, aber ich muss auch sagen, ich hätte kein Problem damit, den Balrog zu entdecken. Das wäre schon cool. So, die verpuffen leider, aber das ist nicht schlimm. Warte mal, das ist ein anderer Stein. Das sind Deep Slate Bricks. Ja, moin. Ich baue hier falsch. Mir fehlt jetzt genau einer, ne? Ja. Satch. Haben wir noch Deep Slate Bricks? Herr der Ringe der Macht habe ich noch nicht geschaut. Nein. Ist auf meiner List of Shame an Sachen, die ich gucken will. Warte mal. Alles andere an Gestein. Haben wir die Deep Slate Bricks noch irgendwo? Wie mache ich Deep Slate Bricks? Neue Folge YouTubers Live kommt morgen. In der Steintruhe. Ah! Deep Slate Bricks! Let's go.
den Stonecutter. Ist Stonecutter ein Werkzeug? Ah, das ist so krass, ne? Also mit diesem... Ah, wir haben wieder einen Lava, sehr geil. Mit diesem ganzen... Also diese ganzen... Oh nein! Wow. Es ist einfach nur ein Block explodiert? Real. Pass auf. Ah, nee, das wollte ich nicht. Moment. Wir brauchen hier noch mehr Licht. Obviously. Alter, Deep Slate einfach Giga-Chat. Ah, Stonecutter ist ein Villager-Berufblock. Den kannst du benutzen, um Steine zu... Ah! Waren da nicht vorher Treppen? Hier hoch? Glaubst du, die Treppen sind verpufft? Nee, ich glaube, hier hoch nicht tatsächlich. Aber wir können welche bauen. Ich meine, ich habe ja genug. Kann ich das aus Deep Slate Bricks bauen? Kann ich da eine Treppe draus bauen? Ja, kann ich. Ja, easy. So, jetzt brauche ich aber noch meine Cauldrons. Können es ja hochschmieden auf 3. Boah, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Mann. Also wenn es um Schmieden, also mein Minecraft-Wissen ist einfach noch sehr begrenzt. Warte mal, was soll ich jetzt hier tun? Ich brauche meinen Eimer. Wo ist mein zweiter? Ach so, den zweiten Eimer. Ah, ups. Den habe ich noch im Ofen. Ich erinnere mich. Wow, hallo. Wo spawnen die denn? Die hüpfen wahrscheinlich von da oben runter, ne? Hello guys, was geht, Lili? Das ist so schlimm, ne? Immer wenn ich jetzt Hello guys lese, denke ich immer an den Spanier. Hello gays. Mach mal, kann ich das? Muss ich so hinpacken, ne? Jawollo. Machen wir gleich weiter. Dann füllen wir da oben einmal gleich komplett auf diesen Pool. Genau. Numero 5. So, und jetzt nur noch einen. So, okay, jetzt haben wir da oben 2x4 Lava. Dann tropfen jetzt hier alle von diesen Teilen tropfen. So, Männer, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ich werde jetzt, glaube ich, das ganze Eisen, was ich gefarmt habe, in Töpfe umwandeln. So, 4 Stück brauche ich. Sehr gut. Aber keine Sorge, ich gehe gleich wieder in die Minen. Dafür darfst du es auch neu farmen. Ey, ich mache das für unsere Lava, dass wir nie wieder Kohle brauchen. Zack. 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 So, Freunde, noch höhere Chancen auf mehr Lava. Let's go. Bücher sind gleich fertig, geil. 3 Dias in der Chats beim Dorf. Alter, let's go. Brot hat 3 Dias gefunden. So, haben wir noch Kartoffeln? Ja, wir haben noch Kartoffeln. Kann ich Kartoffeln auch mit Lava braten? Geht das? Die nächste Folge Bowser's Fury, boah, weiß ich noch nicht. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich einen zweiten Teil machen soll, weil ich gar nicht wusste, wie gut das ankommt. Aber die Kommentare unter der heutigen Folge waren sehr, sehr, sehr cool. Also ich denke, ich werde schon eine zweite Folge machen. Irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Ja, Gabriel, es ist krass. Also für mich ist es auch so viel neu, was hier in Minecraft abgeht. Aber Stück für Stück kommt man rein. Oh mein Gott, da kommen einfach Potato Chips raus. Let's go. Waren das früher nicht noch Bratkartoffeln?
Jetzt haben wir einfach freaking McDonald's Pommes. Aber das kommt durch Texture-Pack, dass es Pommes sind, glaube ich. Du kannst dir auch den Ofen machen, mit dem du schneller Erze und Essen schmelzen kannst. Wie heißt der? Oder wie macht man den? Ofenkartoffeln, ja. Ey, voll geil, dass wir uns einfach Pommes machen. Blast Furnace. Der eine ist Ofen in die Mitte und vier Logs. Oh, was ist das? Was sind das für Bücher? Fortune 3, let's go! Sollen wir das... Kann ich beides? Kann ich beides auf dieselbe Spitzhacke packen? Geht das? Mach die beiden auf die Spitzhacke deines Vertrauens. Okay, das heißt, ich mache jetzt quasi so... Nee, wie geht denn das? Am Amboss. Ah, I see. Okay, jetzt haben wir halt die gottloseste Diamantspitzhacke aller Zeiten. Das heißt jetzt hier Diamantspitzhacke. Fortune 3. Wir benennen sie jetzt sogar. Man muss ja sein Schwert immer benennen. Ist ja eine Spitzhacke. Steinspalti. Splatty. Steinsplatty. Okay, Steinsplatty finde ich toll. Eisenernte. Okay, auch nicht schlecht. Stitch. Oh mein Gott, Stitch ist actually strong. Okay, pass auf. Steinsplatty ist doch kacke. Ja, Bergspalter klingt schon fett. Bergspalter ist schon strong. So. So, und da kann ich jetzt auch noch Mending draufpacken, ne? Genau. So, jetzt haben wir einfach... Und warte mal, und reparieren? Wenn ich die mit meinen Erfahrungspunkten reparieren will, wie mache ich das dann? So, die restlichen Kartoffeln im Ofen kannst du nehmen, Justin. Boah, ich habe so viel Shit dabei. Tut's automatisch. Lol, okay. Einfach XP einsammeln. Oha! Das heißt quasi, die wird sich nie verbrauchen, oder was? Das heißt, sobald ich Redstone abbaue, repariert die sich. Alter! Gottlos! Geil! Ist ja mal übel fett. Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich diese ganzen Steine einsortieren soll, ne? Ich habe absolut keinen Schimmer. Das ist ich Dripstone Block. Es gibt so viele Blöcke. Genau, alles Gestein, was ich nicht verstehe, klatsche ich einfach hier rein. Das ist glaube ich das Wichtigste. Brauche ich jetzt überhaupt noch meine Iron Pickaxes? To be honest. Monster Drops kommen hier rein. Pflanzen kommen hier rein. So, das ist jetzt hier Deep Slate Brick, Stone Brick. Das Eisen tun wir auch noch hier rein. Das brauche ich ja nicht mitnehmen. Okay. Nee, nicht wirklich, ne? Pass auf, wir gehen jetzt mit dem Bergspalter. Oh mein Gott. Alter, diese Brücke ist so hässlich. Können wir bitte diese Brücke da mal abbauen? Die versaut hier voll das Gesamtbild. Ey, ich bin schon stolz darauf, was wir bisher hier so erschaffen haben. Also ich finde, das kann sich schon langsam sehen lassen. Machst du doch. Du hast die gebaut. Schon geil so. Ich finde, wir haben schon gut was geschafft. Also es haben hauptsächlich Justin und Lea gemacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe relativ wenig Ahnung davon. Oh ja! Yeah! Freunde, unsere Lava. Aber ich habe mich um Infinite Lava gekümmert. So, wir schauen jetzt nochmal, ob wir so viel Eisenglück haben. Das Problem ist, vom schönen Bauen habe ich halt gar keine Ahnung, ne? Also, das muss man jetzt schon, die Props muss man jetzt schon Justin und Lea lassen. Alter. Warum laggt es jetzt so? Laggt der Stream? Hat der Stream gerade gelaggt? Warum? Die Musik hat auf einmal aufgehört. Übel gruselig.
Ja. Verrückt. Keine Ahnung, was die... Irgendwie... Irgendwie hat sich gerade mein PC kurz aufgegangen. Aber jetzt geht wieder alles, oder? Müsstest du eigentlich noch Treppenstufen platzieren? Du meinst hier rein? Ja, da gebe ich dir recht. Habe ich Treppen dabei? Nein. Ah, ich muss auch meine Workbench jetzt hier mitnehmen und einen Ofen. So. So, Freunde. Schauen wir mal, wie unser Eisenglück vorankommt. Ich muss meinen Jungs noch mal ein bisschen Eisen nach Hause bringen. Ich habe denen jetzt das ganze Eisen weggenommen. Durch meine Cauldrons, die ich gebaut habe. Aber mit acht bin ich zufrieden. Aber ich finde schon krass, wie wichtig es irgendwie ist, dass eine Basis schön aussieht. Also einfach allein dadurch, dass Justin und Lea diese Basis jetzt so schön gebaut haben. Ja, schmelzen Räucheröfen machen wir noch, ja. Dadurch, dass Justin und Lea jetzt diese Basis so schön gebaut haben, hat man da jetzt richtig Spaß dran, sich da drin fortzubewegen und das so zu erweitern und so. Also irgendwie Optik ist da schon verdammt wichtig. Darf ich deine Lava-Farm missbrauchen, um mein Nether-Portal zu machen? Was meinst du mit missbrauchen? Hier ist übrigens Eisen. Kommt jetzt eigentlich zwei Eisen raus? Warte mal, ich will das jetzt genau beobachten, weil wir haben ja Fortune drauf. Fortune 3. Lava rausnehmen. Ja, dafür ist die da, Meister. Da kamen 4 raus! Yo! 1. 1. 4! Nochmal! Holy shit! Holy shit! 20 Eisen! Oh mein Gott, das ist ja mal so strong. Das ist ja gottlos. Ey, das ist ja mal so cool. Und Justin, diese enchantenden Bücher hast jetzt alle von den Villagern bekommen, oder? Ey, ich muss mich wirklich mal in dieses Villager-Thema einarbeiten. Das scheint ja so overpowered zu sein. Nerf-Bergspalter. Und das ist gerade erst der Anfang. Der Efficiency bräuchte ich eigentlich auch noch, ne? Wie viele Enchantments kann man auf eine Sache draufpacken? Ey, wir sind schon dabei, eine Eisenfarm zu bauen. Keine Sorge. Fünf? Geil. Ja, stimmt. Oh. 2. 3. 1. Wieder nur 1. Wieder nur 1. Hey, was soll das jetzt hier? Was ist mit meinem Glück los? Halt auch ein bisschen Panne. Eine Schaufel könnte ich mir noch machen. Ah, das ist aber Eisen. Ich wollte erst über Kupfer ranten. 1. 3. Bin kurz gekommen. 4. 1. 2. 2. 2. Ah, verdammt. Alter, das macht ja mal so Spaß. Das ist einfach Casino beim Strip Mining. Das ist ja übel geil. Der Chunk wird nicht geladen. Ah.
Direkt spielsüchtig. Oh, Freunde, es geht wieder los. Okay. Drei. So gut, so gut. Zwei. Zwei. Eins. Drei. Eins. Eins. Eins, ey. Eins. Eins. Zwei. Okay, hatten sie das Glück ein bisschen verlassen. Aber wir haben jetzt schon unser erstes Deckeisen. Also Höhe 16 ist ja mal übel overpowered. Das ist ja geisteskrank. Wir können mal wieder so ein bisschen gucken. Oh, schade. Aber direkt hier unter uns sind Glow Squids, wenn wir uns da runter. Wenn wir uns da runter buddeln würden. Da muss irgendwo Wasser sein. Das ist wahrscheinlich unsere Moria-Mine, ne? Ja, Better Nerf, Höhe 16. Einmal noch, Freunde. Einmal noch Eisen. Ich will das Stack voll machen. Dann bringen wir das Stack nach oben. Und eine Schaufel brauchen wir dann. Wir müssen uns eine schöne Dia-Schaufel machen irgendwann, wenn wir genug Dias für die ganze Crew haben. Spannungsfaktor steigt. Ja, es ist... Ja! Ja! Okay. Jetzt sehe ich aber gar nicht, wie viel es ist. Pass auf, ich schiebe das jetzt hier rüber. Dann sehen wir es nämlich. Eins. Unbefriedigend. Eins. Eins. Ey. Oh, vier. Oh. Nochmal drei. Oh, geil. Waren das nochmal vier? Ich weiß es gar nicht. Er hat nicht aufgepasst. Ich war zu abgelenkt. Okay, Freunde, wir haben Stackeisen. Und es schmilzt mir jetzt einfach mit der Lava aus unserer Lava-Farm. Ich bin... Oh. Elite-Lappen, ich danke dir noch für die 2 Euro. Das ist sehr korrekt. Hübi25 zieht sexuelle Befriedigung aus Minecraft. Ja, und mit Stolz. Sex ist ja ganz schön, aber hast du schon mal 4 Eisen aus einem Herz bekommen? Männer, ich bring Eisen nach Hause. Eisen nach Hause. Was machst du so viel Eisen? Ach du, das brauchst du für alles. Für Eimer, für Rüstung, für Werkzeug. Da findet man schon was. HEBI25 zieht sexuelle Befriedigung aus Minecraft. Zu Recht. Freunde, guck mal, wie viel Lava hier ist. So, und eine nehme ich noch mit zum Eisenschmelzen. Ey, wenn wir Dias finden, ne? Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, Männer und Frauen. Was geht hier ab? Oh, hier wird okay, Stein geschmolzen. Oh, Justin will weiterbauen. Okay, ich hab noch einen Ofen dabei. Ah, hier passiert der Ausbau. Was kommt hier hin, Brot? Ah, die Enchantment-Ecke ist safe, oder? Safe die Enchantment-Ecke. Ja, Enchanter. Ah, das ist die Steinsäge. Damit kann man das, den Stein schicker machen. Aber passt auf. Dann platziere ich meinen Ofen jetzt auch noch hier. Dann haben wir hier unten auch einmal alles, was wir brauchen. So, machen wir so und dann kommt jetzt hier das Stackeisen rein. So, let's go. Und dann nehme ich jetzt hier gleich das wieder mit. Und dann hole ich gleich noch eine zweite Ladung. Obwohl, nee, ich brauche eigentlich gar keine zweite Ladung. Pass auf, dann packen wir einfach die restlichen, das ungeschmolzene Eisen noch hier rein. Okay, aber dann wird jetzt hier ein Stackeisen gemacht. Stonecutter, ja. Du bist 25? Yes, noch. Oh, ich werde angerufen. Von Tobi. Es ist der creepy Anrufer ohne Stimme. Was geht, Digga? Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für den Support. Stimmt, jetzt, ich gucke jetzt nach, wie man so einen Schmelzofen baut. Minecraft Schmelzofen. Okay, wir brauchen 5 Eisenbarren, 3 Flatstone und einen Ofen. Okay, ja, das ist doch easy. Warte mal, glatter Stein. Wie kriege ich glatten Stein? Smoothstone, ja, das habe ich doch, oder? Habe ich Smoothstone? Haben wir das nicht irgendwo? Moss, Cobble Slate, Stonecutter. Okay, pass auf, jetzt helfen wir mal kurz. Stein zweimal schmelzen. Ah! Okay. Okay, ich wollte mir gerade hier Stein rausnehmen, der wurde einmal komplett leer gelootet. 3 Stück brauche ich. 3 Stück brauche ich. Warte mal, warte ich kurz, bis da drei fertig sind. Du hättest die Dripstone vielleicht etwas höher platzieren sollen, nicht, dass jemand missklickt. Auch true. Aber wir könnten die Kessel vielleicht halt noch, ich sag mal, wir könnten die Kessel noch einen Block in den Boden einsenken, dass sie im Boden drin sind. Das könnten wir noch machen. Genau, da brauchen wir noch 5 Eisenbarren, aber die werden ja gerade unten gemacht. Und nochmal einen normalen Ofen. Ah ja, meine Diamantspitzhacke. Obwohl, nee. Aber jetzt habe ich gerade ein Level abbekommen. Dafür, dass ich jetzt die Sachen aus dem Ofen genommen habe. Das wurde jetzt, glaube ich, nicht auf meine Spitzhacke angerechnet, oder? Ich weiß es doch nicht, Freunde. So, wir brauchen nochmal einen Ofen. So. Zack. 3 Smoothstone unten. Und die hier oben. Jawollo! So, und der Schmelzofen, der schmilzt das Eisen schneller, oder was? Aber man muss ihn in der Hand halten, ich verstehe. So, wenn ich jetzt die hier hinpacke, dann hole ich mir noch einmal Lava von unten. Es teilt sich auf, okay. Oh, wie jetzt immer in diesen Töpfen was drin ist. Das ist so strong. Da hat man gar keine Sorgen mehr und man muss nicht immer in den Nether, wenn man Lava braucht. Oh! Wir hatten kurz Lava in unserem Haus. So, genau, wir packen jetzt die hier rein. Dann nehmen wir jetzt hier mal die Hälfte raus. Und jetzt gucken wir mal, wie viel schneller der ist. Oha! Holy shit! Okay, ja, das ist deutlich schneller. Das ist deutlich schneller. Und der Räucherofen ist dann für Essen, habe ich das richtig verstanden? Da muss Hübi mit seiner Dia-Pickaxe ran. Brauche ich dann auch 4 für den... Wo muss ich mit einer Pickaxe ran? Ich habe nicht aufgepasst. Ach, beim Obsidian. Ja, das mache ich. Mach ich. Okay, wie geht ein Räucherofen? Pass auf. Minecraft Räucherofen. Ja, die Kühe gehen voll auf den Sack. Einfach nur 4 Wood. Okay. Die Kühe müssen wir irgendwann noch umlagern. Gibt's irgendeine Möglichkeit, ich sag mal, sowas wie eine Baumfarm zu bauen? Gibt es da irgendwas Sinnvolles? Ich finde die Kühe harmonisch. Man kann Tiere stumm stellen. Player, hostile creatures. Nee, friendly creatures. Wir können sie mal leiser machen. Na, wir können sie ja mal leiser machen. Brauchen jetzt nicht ganz stumm sein. Eine geile Baumfarm ist zu schwer. Okay.
Warum hört der manchmal auf, abzubauen? Okay. Wir brauchen auch noch von hier einen smoothen Weg nach oben. Hier. Eigentlich müssten wir hier Treppen hinbauen. Ich habe immer noch keine Treppen. Aber ich habe ein Crafting Table. Pass auf, wir machen das kurz. Dann kommen wir nämlich auch einfach wieder schneller hier hoch und runter. Wie machen wir das jetzt am intelligentesten? Ich mache auch gleich welche für den Mineneingang. Stimmt, ja, können wir dann gleich mitmachen, ne? Ich meine, es muss ja nur einigermaßen gut sein. Richtig hübsch können wir es immer noch irgendwann machen. Ja, jetzt sind die Kühe leiser, das ist okay. Das stören sie nicht so. So. Geil. Smoker. Und da drin wird jetzt Essen schneller gemacht, ne? Pass auf. Kann ich dich jetzt eigentlich abbauen, ohne dass da Lava rausfließt? Warte mal, ich brauch meinen Eimer. Griff, wo ist mein Eimer? Ist der noch im Ofen? Ah, der ist noch im Ofen. Okay, alles gut. So, Smoker. Butz. Let's go, guys! So. Zack. Jetzt haben wir hier schon ein Stack Eisen. Ja, die XP ist mir erstmal Wumpe. Hauptsache, es geht hier fix voran. So, wir können jetzt überlegen, ob wir die Kessel nochmal kurz einen in den Boden einlassen. Pass auf, wir machen das ganz kurz. Oh boy, da kommt man gar nicht gescheit ran, ja. Ja, aber hier ist nämlich auch Abgrund, da muss man auch aufpassen. So. Sehr gut. Genau. Das sind wir jetzt hier wieder raus. Dann machen wir es nämlich so. Dann kommt man da nämlich leichter ran. Yeah. Oh mein Gott. Meine ganze Lava wurde einfach abtransportiert. Herr Justin hat sich mal bedient. Wann wirst du 26? 17. Februar ist es soweit. Oh, hier kommt's rein. I see. Muss ich das Obsidian abbauen? Oder passt das? Soll ich das abbauen? Wir warten kurz auf seine Antwort. Nee, das hier ist fürs Portal. Okay, alles klar, Meister. Das heißt, du wartest hier noch auf mehr Lava. Ist in Ordnung. So, aber jetzt kommen wir deutlich besser daran. Sehr gut, sehr gut. Aber ist nicht theoretisch, wenn ich das jetzt abbaue, haben wir dann nicht die Chance, dass wir schon genügend Obsidian haben, dass wir dann das Portal gleich fertig machen können? Oder kann man das nicht vervielfachen? Kann man nicht vervielfachen? Ah, okay. Ich dachte, Obsidian kann man auch vervielfachen. Da müssen wir auf Lava warten. Ja, keine Sorge. Ich bin der Lava-Experte. Oh, hier kommen schon die ersten Bücher. Hier kommt unsere Enchantment-Ecke rein. So, dann bringen wir jetzt mal kurz die... Pass auf. Dann bringen wir jetzt mal ganz kurz hier... die Treppen in die Mine. Und dann gehen wir nochmal auf Dia-Suche, würde ich sagen. Dann gehen wir nochmal kurz runter auf die niedrigste Ebene. Dann schauen wir mal.
Machen wir einmal so. So, kommt man auch hier gut rein. Wird nicht ganz reichen, aber immerhin mal besser als gar nichts. Oh. Dicker. Eisen läuft gut. Dadurch, dass ich das jetzt eine Glücksspitzhacke habe. What? Ich habe nichts mehr platziert. Dadurch, dass wir jetzt eine Glücksspitzhacke haben, können wir teilweise bis zu 4 Erzen, bis zu 4 Eisen aus einem Erz rausbekommen. Und das hat unsere Eisenfarmerei massiv beschleunigt. Und wir haben angefangen auf Höhe 16 nach Eisen zu farmen, was auch strong war. Und dadurch sind wir echt innerhalb relativ kurzer Zeit an eine stabile Menge Eisen rangekommen. Also eisentechnisch geht es uns jetzt mittlerweile wieder ganz gut. Ich habe jetzt aber noch nicht ganz verstanden, wie die Eisenfarm funktioniert. Welchen Beruf brauchen wir da auf dem Villager? Also geht es auch einfach nur darum, dass wir dann Eisen traden können? Oder geht es um irgendwas anderes? Oh, geil, Purple Coin Musik. Nach unserem Galaxy 2 Run am Samstag habe ich wieder voll Bock auf die Mucke. Warum platziere ich da manchmal mal 2? Das checke ich mal noch nicht. Oh, Lea ist gerade den Server gejoint. Jetzt sind wir zu viert drauf. So, Freunde, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir jetzt ein bisschen mehr Glück haben. Komm, Diamanten finden wir jetzt fett. Wenn Villager Angst vor einem Zombie haben, holen sie einen Golem zu Hilfe. Den fangen wir ab und killen ihn automatisch für Eisen. Ah! Alter, ist ja voll krass, Mann. Wir setzen Wir. Oh mein Gott, da ist Lava über mir. Holy shit. Aber es scheint nicht überall zu sein. Pass auf, aber wo Lava ist, könnte ja auch eine Höhle sein, oder? Okay. Okay. Oh, ich ertrinke. Das ist nicht gut. Okay, passt auf. Habe ich irgendwas Wertvolles dabei? Ja, ich habe die Dia-Spitzhacke. Scheiße. Ich darf nicht sterben. Okay. Aber hier trinke ich, glaube ich, nicht, oder? Oder doch? Komm schon, geh kaputt, Block! Oh, verdammt. Wir schaffen das. Warte mal, hier kriege ich Luft, oder? Ja, hier kriege ich Luft. Okay. Warum dauert das so lange, das abzubauen? Ich hack da mit einer Diamantspitzhacke drauf. Bro! Ah, ja, hier kriege ich Luft. Sehr gut. Ja, ich weiß, dass ich unter Wasser langsamer abbaue, aber es muss ja nicht so langsam sein. Bin ich denn hier? Das ist einfach eine große Lavablockquelle. Ist das einfach nur ein riesiger unterirdischer Wasserfall mit einer Lavaquelle? Mehr ist das nicht? Oder führt mich das nach Moria? Führt uns das in die Riesenmine? Führt uns das in die... Komm schon! Wir brauchen Luck! Wir brauchen Luck! Preach!
Wie viel ist es? Wie viel ist es? Wieder nur einer. Es ist wieder nur ein Block. Es ist wieder nur ein Block. Fuck. Warum ist es immer nur ein Block? Egal, Freunde. Okay. Oh. Nein! Es war nur einer. Verdammt. Sad. Aber da oben ist Eisen. Auf welcher Höhe sind wir hier? Minus 22, okay, schon relativ weit oben. Oh, was ein Lose. Was ein Lose. Aber ich schwimme jetzt noch weiter hoch. Ich will wissen, wo das hinführt. Da haben wir nämlich noch mehr Eisen. Auch nicht schlecht. Kann man auch mitnehmen. Oha, was ist denn das hier? Hier, ja, hier ist der Beginn der Wasserquelle. Okay, ich verstehe. Das ist ein riesiger Wasserfall, der bis auf die Bedrock-Höhe runtergeht. What the hell? Schon krass. So, ich nehme jetzt hier ein bisschen Eisen und so Stuff mit. Und dann gehen wir wieder runter. Aber hey, Dia ist Dia, so, ne? Kleinvieh macht auch Mist. So, ja, das Lapis. Wir haben genug Lapislazuli, wirklich. Und wenn, dann finden wir das schon noch irgendwo. Gehen wieder runter. Was haben wir, nehmen wir noch dich mit? Auf Höhe minus 20 hat man die Chance auf eine Höhle mit viel Eisen. Oh, aua, und Dias. Aber ich sag mal, durch Fallschaden sterben wäre nicht schlimm, weil da könnte ich nämlich schnell wieder herkommen. Aber ich meine, ich möchte natürlich jetzt nicht rausprovozieren. Oh, Tim ist eben auch dem Server gejoint. Let's go. Pass auf, um den müssen wir uns kurz kümmern. Moment. Passt auf. Justin, kannst du mal bitte kurz zu unserer Basis gehen? Weil dann würde ich nämlich Tim zu dir teleportieren. Hier ist ganz viel Obsidian. Justin, soll ich Obsidian abbauen? Komm, wir bauen mal kurz ab. Stehe ready. Okay, dann teleportiere ich kurz Tim zu Justin. Server Interface. Wo haben wir es denn da? Wenn du vom Dia-Block nur einen Dia bekommst und du weißt was. So, der Spieler. So, gute Laune-Typ. Teleportieren zu Popo-Keks. So. Tim müsste teleportiert worden sein. Justin, ist er bei dir? Okay, wunderbar. Tim ist angekommen, er hat geschrieben, what the fuck. Ich schreibe Tim. Fühl dich wie zu Hause, Tim. Du kannst alles nutzen, was du findest. Es gibt keine Regeln. Du kannst auch irgendwas Lustiges bauen. Und nenn deinen Twitch-Stream Minecraft Überleben-Projekt. KKW. Ich mache es mal auf Normal und Schluss später zu euch. Geht fit. Okay. Geheimer Minecraft-Trick. Je mehr Leute den Stream liken, desto mehr Diamanten bekommt man. Oha! Stimmt, von dem Trick habe ich auch schon mal gehört. Achievement Made Ice Bucket Challenge. Okay. Justin. Oh, Tim wurde von einem Zombie umgebracht. RIP. RIP, Tim. Okay, noch. Also, Justin, ich bringe uns genügend Obsidian mit.
Im Nether waren wir tatsächlich noch nicht. Wir haben gerade vorhin angefangen, ein Nether-Portal zu bauen. So, wie viel nimmt man denn jetzt hier im besten Fall mit? Ich habe keine Ahnung. Erstmal Spezi trinken. Okay, 6 Blöcke. 6 Blöcke müssten reichen. Das müsste reichen. Ansonsten wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Pass auf. Dann machen wir es jetzt so. Dann setze ich jetzt hier. Machen wir jetzt hier zu. So, wie markieren wir uns? Dann machen wir es so. Pass auf. Machen wir jetzt so. Und dann setze ich hier unten einen Block hin. Dann wissen wir quasi, hier ist Obsidian. Dann jetzt 1, 2, gehen wir hier hin. Und dann stripwallen wir jetzt hier weiter. Ja, wir brauchen echt mal eine Dia-Ader, Friends. Wir müssen mal alle beten dafür, dass wir jetzt einfach mal Fett-Dias finden. Oh Gott, über mir drippt schon wieder die Lava. Aber wir bleiben entspannt. Ja, einiges an Obsidian haben wir schon oben. Justin hat schon angefangen zu gießen. Oh, ich brauche eine Schaufel. Ich brauche ganz dringend eine Schaufel. Yo, YouTube-Clips, das geht. Also, du hast schon einiges verpasst. Wir haben mittlerweile eine Diamantspitzhacke. Mit Fortune 3. Also, wir können jetzt hier... Also, das Eisenproblem hat sich weitestgehend aufgelöst. Plus, wir haben jetzt eine Villager-Farm. Also, schon einiges passiert, würde ich sagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl... Oh, sehr geil. Damit können wir unsere Diamantspitzhacke heilen. Weil wir dafür Erfahrung bekommen. Damit können wir unsere Diamantspitzhacke reparieren. Sehr gut. Warum baust du mit der Eisenspitzhacke ab, wenn du Mending hast? Naja, weil es ja doch irgendwie relativ viel... also es braucht ja doch relativ viele Erfahrungspunkte, um die zu reparieren, oder? Aber was geht denn jetzt ab? Warum verschwindet meine Eisenspitzhacke so viel? Wann verschwindet die so mit diesem Aufladen? Ich check das immer noch nicht. Ich bin auf der niedrigsten Höhe, also minus 59. Oh, Obsidian. Nehmen wir mit. Also wenn es so auf dem Weg liegt, dann nehmen wir es mit. Und vor allem kommt auch Erfahrung raus. Die geht dann auch straight in unsere Diamantspitzhacke. Und jetzt habt ihr auch gesehen, dass in die Dia-Spitzhacke geht, weil meine Level sind nicht gestiegen. Habe ich Obsidian gesagt? Alles klar, der Meister höchstpersönlich ist wieder am Start. Das ist die Musik, Freunde. Man findet halt legit nur Redstone, ne? Pass auf, wir gehen jetzt mal auf Höhe 4. Wir machen jetzt mal, auch wenn der Chat immer gesagt hat, Höhe minus 59. Wir probieren jetzt mal die 54er Höhe. Ups. Wir probieren das jetzt mal. So, hier machen wir zu. Dann setzen wir jetzt hier noch eine Fackel hin. So. Pass auf, wir machen jetzt mal die 54. 55, 54. So, hier müssen wir rein. Schau mal einfach mal, was passiert. Warum hat der Chat im Stream so einen schwarzen Hintergrund, dass man ihn besser erkennen kann? So, passt auf, das passt. Dann setz mir einfach noch meine Fackel hin, dass man nicht übersieht, dass hier was ist. Theo! Dankeschön für die 5 Euro! Das ist sehr lieb von dir, danke, Mann! Machen wir hier wieder so einen Eingang hin, weil es cool aussieht. Let's go. Schlagschatten allein sollte ausreichen. Ich kann mal gucken, also wir können auch die Box mal wegmachen. Ich fand das aber eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen.
Ich meine, gerade in der Mine wird es jetzt nicht so viel ausmachen, ne? Ich meine, in der Mine hat man sowieso dunklen Hintergrund. Schauen wir mal. Update 1.20 habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich weiß nicht, was sich ändert. Komm, wir müssen noch jetzt einmal auf dieser Dreckshöhe Diamanten finden, oder? Wir haben jetzt heute zweimal Dias gefunden und es war zweimal in einer Block. Das ist doch wack. Geduld, Brauner. Ja, ja. Ich bin geduldig. Wo sind die Dias? Macht dir richtig Spaß, hier zuzuschauen. Dankeschön. Freut mich. Brot nach Hause. Brot nach Hause. Bitte, Dias. Komm, gönn, gönn. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hallo. Wir müssen es halt so vorsichtig sein, ne? Weil wir halt diese gottlos wertvolle Diamantspitzhacke dabei haben. Die wir jetzt irgendwie mit dem Redstone da oben noch direkt nochmal reparieren können. Justin ist kurz geliefen, wieder gejoint. Kurz Internetprobleme. Ihr habt einen Bergnachbar, Tim baut sein eigenes Haus. Ey, das muss ich mir nachher auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, CEO kommt vielleicht auch noch auf den Server. Vielleicht wird, also das, was jetzt einfach nur als lustiges Projekt geplant ist, vielleicht wird das ein richtig cooler YouTuber und Streamer-Server noch. Also witzig, es war nicht geplant, aber wenn Dinge organisch entstehen, ist es häufig das Beste. So, vielleicht finden wir hier noch was. Oh Gott, es laggt schon wieder. Manchmal habe ich immer so übelste Lags, wo auch der Stream anfängt zu laggen. Holy shit. Warum? Warum laggt es so? What the fuck? Hey, hier nicht mehr. Hä? Warum? Es gibt doch kein... Also, ist das diese Lavaquelle da oben? Bringt... Ja! Hä? Wenn ich diese Lavaquelle angucke, laggt mein Stream. Ja, fließende Lava zu aufwendig. Pass auf. Jetzt nehmen wir mal kurz das Resource Pack raus. Vielleicht irgendwas scheint mit dieser Textur zu sein. Lags immer noch? Nee. Das Resource Pack kommt damit nicht klar. Das da oben die Ding? Ist das die Quelle? Ha. Ja, egal. Aber die Höhle ist leider ein Reinfall, oder? Obwohl, nee, wir können es auch weiter über den Berg bauen. Passt auf. Aber jetzt kann ich gleich wieder mein Texture-Pack anmachen. Ohne Texture-Pack macht's keinen Spaß. Minecraft braucht übelst viel Leistung, um die Lava zu berechnen. Krass. Aber wir müssen nachher mal Tim besuchen. Der streamt ja heute zum ersten Mal hier auf dem Server. Ich will darüber. Und damit so seine Community auch nicht so langweilig ist, weil seine Community wird jetzt safe auch fragen, ob sie mitspielen können, müssen wir ihn dann mal besuchen gehen, dass die Community sieht, dass ihr Leben auf dem Server ist. Überleben, um genau zu sein. Ey, wir sind jetzt mittlerweile 5 Leute schon drauf. Nö, ist doch echt schlecht. Warum?
Warum platziert der manchmal mal doppelt? Das verstehe ich nicht. So. Okay, aber die Höhle... Na, wobei... Das ist, glaube ich, nochmal Redstone, ne? Ja. Aber Redstone repariert unsere Eisen-Dia-Spitzhacke, also... Will ich mich tatsächlich mal nicht beklagen. Okay. Nee, leider eine sehr enttäuschende Höhle. Bist du der Echte? Also wenn du jemanden mit Facecam fragst, ob er der Echte ist, dann wird's schwierig. Warte mal. Was ist das für eine Lavaquelle? Hm. Von wo bin ich gekommen? Hier? Ja, hier. Okay. Pass auf, dann düsen wir nochmal zurück. So, da ist die Treppe. Dann setzen wir uns hier wieder einen Block hin, damit hier keine Monster spawnen. Pass auf, dann machen wir. Du buddeln wir jetzt gleich einfach noch in die andere Richtung. Bis meine Eisenspitzhacke den Geist aufgibt. Und wenn wir dann immer noch keine Dias gefunden haben, dann soll es nicht sein. Tim spielt noch mit Holzwerkzeug. Ey, erstens, Tim ist kein Minecraft-Profi. Der spielt das ganz casual. Der hat, glaube ich, letztes Jahr überhaupt angefangen. Oh, Justin ist verbrannt. Oh nein. Ist er in Lava gefallen? Oh nein. Justin burned to death. Ist er in Lava gefallen? Server-Lag. Deswegen bin ich gestorben. Was heißt denn hier Server-Lag? Sind jetzt deine Items auch verbrannt? Nein, aber Tim hat, glaube ich, letztes Jahr überhaupt Minecraft zu spielen angefangen. Elendige Ausreden. Gib's ihm, Lea! Gib's ihm! Ich stand normal auf einem Block und habe Schaden bekommen. Ja, ja. Ja, ja, passt schon. Burnt ist nur an Feuer sterben, okay. Elendige Ausreden von Justin. Aber, also diamantentechnisch sieht's immer noch nicht gut aus. Das will irgendwie noch nicht so mit unseren Dias. Wenn du an Chunk-Grenzen buddelst, ist die Wahrscheinlichkeit auf Diamantenhöhe. Das kannst du dir mit F3 plus G anzeigen lassen. Chunk Borders shown. Ist das hier so eine Chunk Border? Nee. Doch das, ist das hier eine Chunk Border? Weil das so gelb ist? Ist das hier so eine? Oder sieht das anders aus? Klopapyrium, was geht? Dankeschön. Ja, wunderbar, dann buddeln wir hier sogar schon an der Chunk-Grenze, oder? Ja, Killer. Ja, dann buddeln wir auf der Höhe in dem Gang weiter. Okay, pass auf, mal jetzt wieder aus und so, ja. Ah, jetzt sehe ich sie immer noch. Nee, ich will sie nicht sehen. F3, G, so. Ah, jetzt müssen wir erstmal wieder hoch. Wir haben ja trotzdem Lapislazuli, Redstone, Eisen, einen Dia. Also es war ja nicht ganz unerfolgreich. Und unsere Treppe steht jetzt. Das ist halt geil. F3 und G gleichzeitig drücken, dann kriegt man die Grenze. Hyklopapyrium, was ein geiler Name. Ist mir eine Ehre, dass du Mitglied bei mir bist. Wir gehen jetzt Tim besuchen. Und bringen dem ein bisschen Essen vorbei. Essen finde ich am Anfang immer das Stressigste. Was ist F3 und C, Dodi LP? Oh yeah, unser Portal ist ready. Let's go. Warum macht er da Wasser hin? Was tut er? Ah, er erweitert das Feld, I see. So, pass auf, jetzt bringen wir erstmal hier das Eisen, den Diamanten.
Redstone, Lapis, Redstone. Okay. So, Pflanzen tun wir hier rein. So, ich... Oh ja, wir können jetzt hier im Smoker. Können wir jetzt hier sogar noch schneller. Nee, Freunde. Wo ist Tim? Den suchen wir gleich. Der hat sich irgendwo ein eigenes kleines Häuschen gebaut. Wow, hi. Moment. Hä, wo ist der denn jetzt schon wieder gespawnt? Hi, Lea. So, wir nehmen jetzt hier so einen Lava-Eimer und smoken damit. What? What? Keine Lava. Es ist gar keine Lava da. Weder hier noch hier. Alter, wer will mich hier scammen? Wer will mich hier scammen? Krisensitzung. Jetzt sofort. Es ist gar nichts da. Das ist unser kompletter Lava-Vorrat. Ja, wir können in den Nether gehen, ich weiß. Ja, come on. Trotzdem. So, Freunde. Ein Dudler muss sein. Fokussier. Nether ist so sexy. Aber wie soll ich denn jetzt hier gescheit an Lava rankommen? Oh, wer ist denn hier? Was wird denn hier abgebaut? Ich will die Blöcke nicht. Ist das Justin? Das ist Justin. Wo komme ich jetzt hier am entspanntesten an Lava ran? Hier, darunter. Boah, Nether ist so scary, ne? Okay. So. Dafür der ganze Aufwand. Einfach nur, damit ich mir Pommes machen kann. Ja, ich muss meine Dia... Wenn ich in den Nether gehe, muss ich meine Dia-Spitzhacke. Darf ich die nicht mitnehmen? Das ist zu riskant. So, leider immer noch keine Lava da. So, ich will eigentlich nur Tim eine Ladung Pommes vorbeibringen. Das ist eigentlich alles, was ich tun will. So, zack, das rein, Lava-Bucket dazu. So, und jetzt werden hier schön Pommes gemacht. Selber Minecraft spielen und Typi zuschauen, wie er Minecraft spielt. Ricardo, du hast es absolut verstanden. Das ist der Minecraft-Lifestyle. Ja, Enderdrache werden wir auf jeden Fall mal besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Warum sind hier drei Fackeln? Kommen die von mir? Wahrscheinlich, ne? Weil ich die ganze Zeit Fackeln platziere. So, okay, dann warten wir hier kurz. Wir müssen erstmal rausfinden, wo Tim überhaupt schimmelt. Wo baut Tim sein Zuhause? Da ist ein nicht abgebauter... Oder ist es vielleicht nur falsch geladen? Wo baut Tim? Oh, 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 oh. Okay. Ich leuchte hier mal ein bisschen aus. Wo baut Tim? Tim, wo baust du? Diese hässliche Brücke, sie ist so widerlich. Ist er da? Nee, es ist Brot, der bei unseren Villagern ist. Was liegt hier? Was ist das? Ich will... Er schreibt, ein Nomade verrät seine Lage nicht. F3 drücken und links Mitte die Koordinaten ablesen.
Was ist das? White Carpet. Warum liegt hier Teppich? Minus 98, minus 91. Ja, da bin ich ja schon fast. Bloß in... Nee, in die andere Richtung. Da drüben. Dann baut er relativ nahe am Spawn. Okay, dann ist er exakt in der Richtung. Irgendwo da muss er bauen. Irgendwo da. Das Texture Pack ist oben verlinkt. Einfach googeln. Also einfach suchen. Gibt's im Internet. Free erhältlich. Yeah, unsere Pommes. So, 43 Pommes müssen Tim jetzt erstmal reichen. Komm, wir bringen jetzt Tim Pommes. Wir sind hier runter. Oh! Aua! Shit. Vielleicht essen wir noch was von Tim Pommes gleich. Oder bin ich richtig? Ja, hinter dem Berg. Entweder auf dem Berg oder hinter dem Berg. Eins von beiden. Oh, das Obsidian habe ich noch nicht eingelagert. Oh nein, habe ich nicht. Sechs Stück habe ich im Inventar. Ich hoffe, das reicht dir. Bringe ich gleich zurück, sobald ich von Tim zurückkomme. Okay, ich glaube hinter dem Berg. Wir können uns... Oh! Freunde, wir müssen uns eigentlich so einen unterirdischen Tunnel zu Tim rüberbauen. Nein, es ist das Texture Pack Creamboard. Das sind eigentlich Ofenkartoffeln. Aber das Texture Pack macht Pommes daraus. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Oh, minus 98... Oh, ich bin zu viel zu... Okay. Wo zur Hölle baut Tim? Da, das sieht doch nicht schlecht aus. Hallo Skelett. Die killen sich gegenseitig. Real. Mein Retter. Ah, oh, pass auf. Tim! Oh, er sieht die Pommes nicht. Ja, die Hütte ist ja schon ganz schön, aber nicht so schön wie das, was ich baue. Oh, was hat er denn hier schon? Ah, Birkensapling, okay. Ich hab nichts geklaut. Ich hab nichts geklaut, er hat Dieb geschrieben. Hab ich noch irgendwas, was ich ihm da lassen kann? Nee, okay. Alle... Eins in den Chat bei Tim. Wo sind meine 10 Dias, schreibt er. Ja, moin. Aber wir sind wirklich Bergnachbarn. Ey, aber schaut mal, Freunde. Das ist unsere kleine Hütte. Ey, wir sind... Das ist ja mal voll cool. Nein, ihr sollt bei Tim eins in den Chat schreiben, nicht bei mir. Ey, sieht schon sexy aus. Sieht schon cool aus. Okay, wir düsen ja nach Hause. Ey, ohne Witz, jetzt mal ernsthaft. Wie schön ist bitte Minecraft mit Shadern? Ich hatte schon Tunnel vorgeschlagen. Justin fragt, ob wir eine Brücke bauen sollen zwischen den Bergen. Aber Brücke wäre auch fett. Justin, wir müssen uns dann nur überlegen, aus welchem Material wir das bauen. Ich glaube, Brücke ist sogar noch cooler. Irgendwie so eine ganz leicht angedeutete Hängebrücke oder... Oder nein! Eine Brücke mit so richtigen Säulen, die so richtig so auf den Boden runtergehen. Also quasi eine richtig realistische Brücke. Und auf die setzen wir eine Schienenstrecke drauf. Oh ja! So quasi so eine Eisenbahnbrücke. Eine Eisenbahnbrücke wäre richtig geil.
So Heiliabrücke mäßig. Ja, genau. Okay, wir müssen sehr viel... Aber wir bauen die aus Stone Bricks. Man kann auch Eis draufpacken, dann kann man da innerhalb weniger Sekunden mit einem Boot rüber speeden. Ja, aber das sieht nicht so sexy aus. Also ich bin bei dir, Brot. Eis ist am schnellsten, aber das sieht nicht so sexy aus. Ich finde so eine Zugbrücke mit so Minecarts, das hat schon mehr Stil. Warum ist hier dieser Teppich? Ich check's nicht. Aber ich habe auch noch Teppich. Achso, nee, das kann ich nicht platzieren. Doch, kann ich. Warum kann ich das hier drauf nicht platzieren? Ah. Ich habe absolut keine Ahnung, warum das da ist. So, Brot. Ich hab den Obsidian dabei. So, wie geht's meinem Pommes? Jawollo. So, da ist unser Essen wieder. Okay, ich werde mal mein ganzes Cobblestone schmelzen, glaube ich. Wir brauchen sehr viele Stone Bricks. So, mal gucken, ob wir wieder Lava haben. Wo ist mein Eimer? Oh, ich habe den noch im Ofen gelassen, oder? Na, ey! Jemand hat meinen Eimer geklaut! Ihr Eimer. Ja, mach ich mir neue. Ihr Söhne, Alter. Ich glaube, es hackt. Ich habe ihn wieder. Sie haben mir eiskalt den Kübel geklaut. Durch den Teppich kann man über den Zaun springen. Ah, lol. Das ist ja krass. Mal schauen, ob wir wieder Lava haben. Tim ist dabei, Kübli, ja? Er baut exakt auf diesem Berg da drüben. Man sieht bloß sein Haus nicht, weil es exakt am Ende der Sichtweite ist. Ey, gebt euch mal, wie schön dieses Spiel ist. Also, allein dieser Berghang. Wie schön kann ein pixeliges Blockspiel sein? Einfach nur durch fucking Shader. So, eine Lava haben wir wieder. Oh, irgendwie war unsere Lava-Produktion auch schon mal besser. Aber ich sag mal, einer ist besser als keiner, ne? Ja, wir gehen einfach gleich mal in den Nether. Das ist, glaube ich, schon am sinnvollsten. So. Zwei habe ich gerade für die Öfen genommen. Alles gut, Justin. Ich muss einfach irgendwann noch eine dritte Reihe Cauldrons machen. So. Ah, lol. Ah, der Schmelzofen kann das gar nicht. Oh, wow. Okay, da kann man wirklich nur Eisen drin machen, oder was? Zack. Okay, verstanden. Da muss ich, habe ich den Cobblestone rausgenommen? Ja. Hier ist Cobblestone, hier ist Okay, wir bauen eine fette Brücke, let's go. Und wirst du Tim trollen? Nein, auf gar keinen Fall. Ah, stimmt, jetzt können wir da raufhüpfen, strong. Es wird ein schönes Miteinander erstmal. Vor allem, wie gesagt, Tim weiß, glaube ich, noch weniger über Minecraft als ich, so. Und den zu verarschen, das tut man nicht. Man trollt erfahrene Leute, aber keine Anfänger. Erstmal. Okay, Lea hat voll Bock zu trollen. Texture Pack ist eine angepinnte Nachricht, Mike. So, ich brauche was Neues zu tun. Passt auf. Dann machen wir noch mal einen ganz kurzen Nether-Ausflug. Und holen uns noch mal Lava. Es ist übrigens echt krass, wie ich bei Minecraft einfach in den Lurk-Modus verfalle. Aber es ist doch was Gutes. Also, Lurk-Modus ist doch nichts Schlechtes, so. Es muss ja nicht jeder permanent 24/7 Chatting betreiben. Ja, die Lava ist sehr grell. Ja, wir können theoretisch mal eine kleine Nether-Expedition machen. Alles Wichtige rausjieten. Koordinaten vom Portal aufschreiben und dann einfach los geht's. 1,50 Meter hoher Zaun. Oh ne, viel zu hoch zum drüberspringen. 1,50 Meter hoher Zaun plus 2 cm Teppich. Ja, Mann, meine Höhe. Schlaf im Nether. Aha. Ich bin ein lustiger Chatter. Ich mache ungefähr Witze auf dem Niveau von drück mal Alt F4.
So. Oh, was macht Justin? Erweitert unsere Cauldron Farm. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er will nochmal eine Line Cauldrons bauen. Verarscht Tim nicht, helft ihm. 9 Leuten sollte man erstmal helfen, nicht sie verarschen. Außer es bin ich, das könnt ihr gerne machen. Aber bei Tim stelle ich mich schützend davor. Was macht so ein Korb hier? Was macht der? Ich kenne den nicht. Hi Skytendo, was geht? Bone Meal? Kompost? Wie kann man da was kompostieren? Du kannst die Pflanzenreste reinpacken und bekommst Bone Meal. Ah, lol. Das heißt, wenn ich jetzt quasi hier das ernte, na, dann packe ich jetzt die restlichen Samen hier rein. Yeah, hey, das ist immer voll cool. Alter, das... Junge, wie viel es einfach gibt, was ich nicht kenne. Auch einfach so coole Items, wie jetzt ein Kompost zum Beispiel. Noch nie gesehen. Jetzt einfach reinkompostieren. Und zack. Haben wir ein Bone Meal. Yo, wie nice. Damit können wir jetzt, keine Ahnung. Wer kriegt... Hier, diese Kartoffel kriegt das Bone Meal. Wenn Tim mich trollt, dann ist Krieg. Aber ich wäre erstmal für friedliche Koexistenz. So, ich würde sagen, wir machen eine Nether-Expedition. Wir erkunden jetzt den Nether. Ich parke meine Dia-Spitzhacke hier drin, damit der nichts passiert. Ansonsten habe ich nichts Wertvolles. Ich habe nur Steine, Eimer, Essen. Das kann gerne alles verbrennen. Das braucht, das ist kein Verlust. So, ich pack mal alles an. Warte mal, hier packe ich jetzt nur Cobblestone rein. Damit Justin daraus Stonebricks bauen kann. Und ich glaube, der Rest kommt bei alles andere an Gestein rein, ne? Ja. Was? Tuff ist das? Hieß das Tuff? Tuff? Was ist Tuff? Das klingt wie Tuff-Tuff, wenn so ein kleines Kind irgendwie mit einer Eisenbahn spielt oder so. Was Feines. Ja, könnte auch eine Droge sein. Auch true. Ja, ich nehme auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke mit. Das ist... Ey! Unser Eisen ist weg! Sag nicht, wir haben unser ganzes Eisen schon verbraucht. In der Kiste? Hä? Digga. Justin nimmt immer das ganze Stack mit, der Ehrenlose. Das ist keine Koexistenz. Braucht ihr wegen Golden alles gut. Ich beschimpfe euch nur gerne. Ja, aber ich muss sagen, also Playlist-technisch sind wir heute echt top-notch unterwegs. Also diese ganzen Nintendo-Mixes, die es da so auf YouTube gibt, die sind echt gut. Es macht Spaß, die zu hören, finde ich. So, dann packen wir das noch rein. Das Brot nehme ich mit. Ja, wir haben eine Spitzhacke. Vielleicht ein Schwert sollte ich noch mitnehmen. Vielleicht machen wir so ein Schwert. Und kommt mir jetzt nicht mit, aber eine Steinaxt ist besser. Ich will ein Schwert. So. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch... Einfach ein Stuff Blöcke mit. Einfach, dass wir irgendwas zum Bauen haben. Auf geht's, Freunde. Eine Schaufel. Aber brauche ich im Nether jetzt, glaube ich, nicht, Freunde. Let's go. Es regnet eh. Ich hasse Regen. Nether-Expedition. Schild habe ich. Schild habe ich, Meister. Ich bin ausgestattet. Ja, Pfeil und Bogen könnte ich theoretisch noch mitnehmen. So, wir brauchen jetzt ganz dringend die Koordinaten. Ah, lol, das ist quasi bei 0,0. Das ist bei minus 10, 5. Ja, okay, das können wir jetzt mit 0,0 merken. Okay. Ist das? Was ist? Ist das eine Nether? Ist das direkt eine Festung? Das ist eine Festung, oder?
Eine Bastion. Streamer-Luck-Chatting. Ja, easy, Freunde. Ja, den Shader mache ich gleich, glaube ich, aus. Wobei, wir gucken mal, wie es in der Festung ist. Also, wie dunkel es da drin ist. Es kann halt sein, dass es jetzt so stockduster wird. Ey! Aber den darf man, glaube ich, nicht angreifen, oder? Darf man den angreifen? Die Musik kommt aus Galaxy 2, Yoshi Galaxy. Man kann jetzt bis Level 30 verzaubern. Geil. Goldschuhe. Ja, ist jetzt egal. So, wir entern jetzt. Wir entern jetzt, Freunde. Naja, 15 reichen uns noch nicht, um da reinzukommen. Aua. Oho! Aber ist es jetzt nicht so, wenn ich den angreife, dass mich dann alle angreifen? Oder sind das nicht diese Picklings? Warte, ich hab grad... Nicht? Darf ich den töten? Darf ich den angreifen? Problemlos? Den kannst du killen. Okay. Oh, Justin wurde von einem Skelett erschossen. So, der hat einen Abflug gemacht. Serverlag. Was hat der denn mit seinem Serverlag? Ich hatte mein Schild oben. Junge, Justin ist der einzige von uns, der immer am Serverlag stirbt. Nur bei ihm laggt der Server. Irgendwie ist Justin der Einzige, der diese Server-Lag-Probleme hat. So, ich mach mal Shader aus. Warte mal, hier, Texture-Pack, einmal du raus, dann, genau... Ja, sein Katalog ist abgestellt. Schauen wir mal, ob vielleicht Texture Pack wechseln schon reicht. Nee, es ist immer noch sehr dunkel. Okay, dann machen wir Shader auch gleich noch raus. Wow! Von wo? Ah, von da hinten. Junge, dieser kleine Hund. Ich brenne schon wieder. Nein. Oh boy. Okay, hat es irgendwie auch nicht viel heller gemacht, to be honest. Aber es ist ein bisschen besser. So, Freunde. Rein in die Masse. So, den Shit hier brauchen wir für Tränke, ne? So, nehmen wir den Soul Sand auch gleich mit. Ja, jetzt haben wir leider keine Pommes mehr. Das sackt aber. Egal. Es reicht auf jeden Fall, dass man gut was sieht. Ja genau, mit Soulstein kann man Aufzug machen. Das habe ich vorhin schon im Chat gelesen. Ich weiß ja nicht, wie es geht, aber wir finden es raus. Lava. So, das Gute ist, wir wissen die Koordinaten von unserem Portal. Das heißt, wir können hier wirklich gottlos rumlaufen, wie wir wollen. Wir kommen immer da an, wo wir hin wollen, also wo wir hin müssen.
Und Freunde, denkt dran, wenn wir sterben sollten, war es ein Server-Lag. Hol dir Blase. Ach, du meinst Blaze? Blaze Rods meinst du? Ja, wir müssen erstmal gucken, ob wir die finden. Und ich glaube, wenn ich sie finde, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, um die zu farmen. Eben. Und wir finden die Festung sehr schnell. Also sie ist in Sichtweite vom Portal. Also die kann man quasi nicht verfehlen. Will ich darüber? Also eigentlich schon. Yeah. Ey, HD, was geht? Deine Meinung zu Veganern. Ich finde es gut, wenn sie es machen. Wir sollten alle mehr auf unseren Konsum tierischer Produkte achten. Ich bin nicht vegan, aber ich versuche sehr bewusst auf meinen Fleischkonsum zu achten. Muss man diese Netherwarzen wirklich im Nether pflanzen? Ich dachte, das könnte man auch in seiner eigenen Base machen. Man braucht doch nur, muss doch nur Soul Sand mitnehmen, oder? Nein? Kann man nur im Nether pflanzen? Kann man. Auf Soul Sand, genau. Da, ich bin klüger als ihr! Oh, hier ist ein Blaze Rod Spawner. Oh, da sind sogar zwei. Das ist, glaube ich, auch einer. Oh, die Koordinaten brauchen wir. Oh. Aua. So. Das ist ungefähr bei, passt auf, 149. Meine Bitches, 74. Ja, keine Ahnung, was ist denn das? Hier. Deine Meinung zu Veganern? Was ist denn das? Ah, die denkt dir nochmal, ne? Aber habe ich ja schon vorgelesen. Was ist denn das? Ja, da war einfach 130. Minus 130 Blaze Spawner. Aber da werde ich jetzt, glaube ich, nicht viel reißen, ne? Gerade Pfeil und Bogen ist weg. Gerade Pfeil und Bogen ist wichtig. Was macht denn Justin da die ganze Zeit? Der joint und lief die ganze Zeit. So. Und da ist auch noch einer. Okay. Warte mal, jetzt eins nach dem anderen. Nur erstmal. Machen wir erstmal hier Feierabend. So. Da drüben auch noch. Dude. Lass mit denen erstmal schießen. Wollte auch gerade. Ich glaube, der Server laggt hier nicht. Das ist eher Justin, der hier laggt. No. Ich meine, ich mag kein Tofu. Das schmeckt mir einfach nicht. Aber wir schicken Bohnen und Erbsen tatsächlich, muss ich sagen. Das Gemüse mit Kräuter ist jetzt echt geiles. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also vegan sein heißt ja nicht, dass man sich die ganze Zeit nur von, was weiß ich, Tofu ernährt. Also es gibt ja so viel. Jetzt ist er gerade mit Absicht raus. Davor wurde er immer rausgeworfen. Oh mein Gott. Ja, ich brauche Pfeil und Bogen. Aber ich glaube, um hier wirklich was sinnvoll zu reißen, musst du mit Pfeil und Bogen hin. Passt auf. Dann machen wir das doch. Dann lasst uns zurück. Dann lasst uns nach Hause gehen. Dann lasst uns nach Hause gehen und wir kommen mit Pfeil und Bogen wieder. Ja, genau, hier habe ich die Netherwarzen abgebaut. Ja. In die Richtung muss ich. Da drüben. Benutzt dein Schild, ich renne mal rein. Habe ich irgendwas Wertvolles zu verlieren? Nee, eigentlich nicht, ne? Komm, wir tryen. So, ich lass die erstmal schießen. Oh nein! Jetzt hat der mich erwischt.
Oha, die halten weniger aus als gedacht. Ich glaube, 8 Stück braucht man, oder? So, den darf ich nicht angreifen. Oh nein, das ist nicht gut. Dass die hier rumgammeln. Ich habe Angst, dass ich... Ey, ich hatte mein Schild oben. Ehrenlos, der hat mich von oben getroffen. Aua. Aua. Erstmal chillen. Keine Sorge, ich bin schon am Fuden. Auberginen finde ich lecker, ja, aber also so roh nicht. Also sie müssen schon gut angebraten sein. So gegrillte Auberginen ist geil. Oder tatsächlich, wenn sie so... Oh, hi! Oder wenn sie so richtig geil in Öl rausgebraten wurden, das ist auch lecker. Nein, ich habe das Schwein angegriffen. Na, genau das wollte ich nicht. Ich sterbe. Genau davor hatte ich Angst. Kann ich mich wieder gut mit denen stellen? Ja? Nein. Okay, danke, Chat. Es dauert eine Weile. Ach, es geht über Zeit? Irgendwann vergessen die das. Okay. Oh, hi. Hello there. Oh, Bruder. Er ist aber auch ekelhaft gerade. Oh, Freunde, ich sterb. Ich sterb hier. Ich komme mir, glaube ich, nicht lebend raus. Okay, da sind sehr viele. Alter! Wie viele sind da? Das sind 10 oder so. Oh mein Gott. Alter, Shadow hat mich gerade übelst gejumpscared. Holy shit. Kein Plan, wie das bei dir wirklich mit Horror Games ist und ob du Spielempfehlungen annimmst. Falls ja, dann empfehle ich dir Escape the Back Rooms, die 10 Euro sollten dafür reichen. Und falls nicht, dann gibt's einfach nur mal so 10 Euro für den neuesten Content. Okay, wir gehen heim. Wir gehen heim. Es ist ja gottlos, wie viele hier sind. Wir gehen raus. Ey, vielen, vielen lieben Dank für den riesen Support. Danke dir für die 10 Euro. Ich bin, also was Horror Games angeht, ich bin wirklich ein Schisser. No joke. Aber ich werde es mir angucken. Also manche gehen ja. So, an manche kann man sich ja gewöhnen. Aber also Empfehlung gucke ich mir auf jeden Fall an. Danke dir für den Support, Meister. So, ich muss hier. Nochmal? Judokos! Bruder! Dankeschön! Abend, Hübi.
komme gerade von einem Mario Kart Turnier bei Davids zu dir. War spaßig und willst du auch mal wieder ein Mario Kart 8 Turnier machen? Oh, da muss ich mal gucken. Also ich bin jetzt nicht der größte Mario Kart Fan aktuell. Also das heißt Mario Kart, das ist falsch. Aber das so krass groß zu streamen oder sowas in die Richtung. Aber irgendwie wird Mario Kart in irgendeiner Art und Weise safe wieder zurückkommen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber danke für den riesen Support, Mann. Wie viel da bist du geworden? Warte mal, in die... Nee, ah, hier ist eine Kiste. Diamanten! Oh mein Gott! Ein Dia, let's go! Da ist noch eine Kiste. Noch zwei Diamanten! Oh, wir müssen... Oh, jetzt müssen wir lebend zurückkommen, Freunde. Jetzt, also... jetzt... Also davor wäre es mir eigentlich fast egal gewesen, wenn ich sterbe. Das Thema ist jetzt durch, so. In die Richtung müssen wir, glaube ich. Ich glaube, da hinten ist unser Portal. Oder? Ja, ja, ja. In die Richtung. Da hinten ist es. Dann bleiben wir noch ein bisschen in der Festung. Und schauen noch, wie weit wir in der Festung hier rüberkommen. Okay. Ich brauche Blöcke, womit ich arbeiten kann. Ich habe aktuell keine Möglichkeit, hier irgendwie mich irgendwie hoch oder runter oder sonst was zu bauen. Dass du immer ein Goldrüstungsteil anhast, dann greifen dich normale Piglins nicht mehr an. Ja, aber jetzt schon, weil ich gefühlt drei Familien ausgerottet habe. Es gibt noch mehr Kisten. Ja, aber es ist ja nicht das letzte Mal, dass wir hergekommen sind. Es ist ja nicht das letzte Mal. Das war jetzt nur ein erster Vorgeschmack. Und ich habe 4 Blaze Rods und 3 Diamanten. Ich glaube, das ist okay. Jo, Hübi, es ist Zeit für Hüber fragt. Wir können ja mal kurz hier reinlunzen, ob wir da irgendwas sehen, was Spannendes. Alle meine Bitches nennen mich Daddy. Ah, ich komme sogar noch ein bisschen weiter in die Richtung, wo ich hin will. Jo, Hübi, es ist Zeit für Hüberfragt. Hüberfragt! Ey, Jo, Hübi, war schon eine gute Zeit, Mann. Wie gesagt, ich habe das schon ab und zu in Streams angesprochen. Ich habe eine gute Idee für ein Real-Life-Format mittlerweile im Kopf. Ich muss es nur noch umsetzen. Und es ist bei Real-Life-Formaten super schwer, sowas umzusetzen. Weil man da... Also ein Real-Life-Format zu starten, ne, ist richtig... Also einfach kopftechnisch. Eine richtige Überwindung, weil es halt sowas ganz Neues ist und das so voll so aus dieser, man ist voll so aus seiner Comfortzone raus, weil man halt was macht, was man so noch nie zuvor gemacht hat. Aber ich bin mittlerweile eigentlich relativ der Überzeugung, dass das ganz cool werden könnte. Und wie gesagt, dadurch, dass es halt auch sowas komplett Neues ist, weiß man halt so gar nicht, wie das aufgenommen wird, weil normalerweise ist es immer so, ja, wenn es Gaming ist, so dann geht das schon. Oh Gott, oh, ich bin tot. Oder? Bin ich? Nee, noch alles gut. Und Real Life ist halt so, kann halt auch irgendwie voll floppen. Und es ist nicht so, du hast nicht so diese Ausweichmöglichkeit zu sagen, ja, es ist sowieso Gaming, das mögen die Leute. Sondern das ist halt dann wirklich so, du musst vor der Kamera witzig sein. Ist das auch von uns? Nee, ist von Justin wahrscheinlich. Da ist es, Freunde, wir sind wieder daheim. Sehr gut. Geil. Ey, eine Nether-Festung einfach direkt am Portal. Das ist so strong. Und jetzt kann ich wieder Shader und Ding anmachen. Texture Pack. Morgen neue Podcast-Folge. So sieht's aus. Es wird fucking cool. Ich habe einen geilen Gast. Ich habe einen sehr, sehr geilen Gast. Texture Pack kostet nichts, nein. Er und Elsilano, niemand muss sich dafür rechtfertigen, dass er nicht donatet. Einfach, wenn du jetzt zuguckst und Spaß hast, Bombe. Mehr musst du nicht. Brot nach Hause, Shadow! Dankeschön! Sorry für den eventuell zweiten Jumpscare. Mir sind einfach die Zeichen ausgegangen. Das Spiel fokussiert sich mehr auf Atmosphäre und nicht auf Jumpscares. Ist mit 3-4 Stunden Laufzeit wohl ein gutes 1-Stream-Wonder-Game.
Ja, das klingt also sehr geil. Also ich bin halt nicht der größte Fan von Jumpscares. So Atmosphäre, so Psycho-Atmosphäre und sowas, das finde ich schon geil. Bloß immer diese Angst vor irgendwelchen Jumpscares, die einfach nur mit Lautstärke 500 in die Fresse böllern, das mag ich nicht. Aber wir haben 3 weitere Dias mit nach Hause gebracht. 13 Stück. Das wird langsam so. Netherwarze packe ich jetzt auch mal. Wobei, nee, Netherwarze muss eigentlich zu Pflanzen hin, ne? Und ich packe jetzt den Soul Sand auch hier, auch wenn es keine wirkliche Pflanze ist, aber das braucht man einfach zum Pflanzen so. Das ist der Punkt. Und das kommt auch noch da rein. So, dann Monster Drops ist der Blaze Rod, genau. Das Gold packen wir auch noch hier rein. Wo ist unser ganzes Gold? Was ist denn mit unserem ganzen Gold passiert? Schmelzen wir das gerade? Nee. Oh, Lea hat auch Diamanten gefunden. Pog. GG, Lea. Wo ist denn das ganze Gold hin? Ah, Monsterdorf soll ich das Fleisch reintun, genau. Und ich gehe mal Kartoffeln wieder ernten. Ich brauche neue Pommes. Nee, ich habe es nur rausgenommen. Stehe neben dir. Oh. Ah, ich bin damit traden gegangen. Ist der einzige sinnvolle... Nee, okay. Dann ziehe ich das GG zurück. Lea hat doch keine Diamanten gefunden. Doch, MC Tiger, ich vertraue Shadow, dass er mir ein gutes Game empfiehlt. Ey, aber voll cool, auch wie viele Melonen wir hier haben. Die kann man einfach so richtig geil abernten. Was für ein fettes Feld wir jetzt hier einfach mittlerweile haben. Voll gut, aber das ist unbefriedigend, dass jetzt hier das Stroh in die Kartoffeln übergeht. Nee, da müssen wir jetzt gleich mal, Freunde, da müssen wir jetzt hier gleich mal eine Anpassung machen. Das triggert mich. Bringen eigentlich vergammelte Kartoffeln irgendwas? Ich habe noch nie verstanden, warum dieses Item existiert. So, weg damit. Bis hier ist Kartoffel-Lane. Alles. Tim ist immer noch auf dem Server. Ja, ich denke, der streamt heute auch viel Minecraft. Also der wird da schon, denke ich, heute eine ganze Zeit lang mit uns zocken. Wir gehen ihn gleich nochmal besuchen, würde ich sagen, ne? Schauen wir nochmal nach, was der Meister macht. Ja, ich werf's in den Kompost. Hä? Ich kann die nicht kompostieren, oder was? Nee? Ich kann die nicht kompostieren. Kann ich das kompostieren? Ja, das schon. Man kann vergammelte Kartoffeln nicht kompostieren. Ja, auch ein Scam. Also, wir werfen sie einfach weg. Gemüse, Weizen wachsen schneller, wenn sie neben anderen Gemüsen... Habe ich gerade Schaden bekommen? Oder bin ich jetzt total verrückt? Ist hier ein Skelett irgendwo, was auf mich geschossen hat? Ja, da! Ich wollte gerade sagen, Alter! Ich bin doch jetzt nicht... Bin jetzt nicht ganz dumm! Bowser's Fury selber Speedrun nicht angucken. Haben wir nicht schon auf den Bowser's Fury Speedrun reagiert? Ich dachte, wir hätten schon einen gemacht. Baust jetzt die Brücke zu Tim. Theo, dafür müssen wir erstmal sehr viel Cobblestone in Bricks umwandeln. Aber die Öfen laufen schon. Aber die Brücke wird Also wir brauchen insane viel Stein dafür. Da müssen wir unfassbar viel Stein bauen. Abbauen. Tim hat einfach Minecraft Überleben geschrieben. Okay. Tim, würdest du bitte deinen Titel in UI überleben ändern. Da kämpft jemand gegen den Creeper. Was ist dieses Ü? Ja, wollte gerade sagen, wir haben doch schon auf Bowser's Fury reagiert. Also wer einen Bowser's Fury Speedrun sehen will, sucht einfach nach Hübi Reaction Bowser's Fury. Findet ihr. Wie geht's unserer Lava? Wird ja langsam. Ich meine, wie gesagt, es ist jetzt mittlerweile nicht mehr so wichtig, aber cool finde ich es trotzdem. Es tut mir so leid, Leute, verzeiht mir. Oh, wie strong, ey. So, okay. Pfeil und Bogen. Haben wir Spinnen? Ja, wir haben Strings. Zack, 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 zack.
Und dann drei Sticks habe ich sogar. Ey, vielleicht können wir uns einen richtig geilen Bogen enchanten. Ich meine, Bogen kann man immer wieder machen. Aber ich würde sagen, warte mal, wir räuchern jetzt erstmal uns, genau, die Potatoes. Wir gucken jetzt einfach mal, ich hab 18 Level. Was kriegt man dafür? Power 2, ist das gut? Ah, warte mal, Lapis Lazuli können wir da noch reinpacken, oder? Dann wird doch das Enchanten krasser. Hier. Power 2, ist das gut? Also ich meine 3 ist immer besser, aber Power ist gut, ne? Ja, komm, mach mal. Zack. Wie gesagt, es muss jetzt nicht der ultimative Überbogen sein, aber einfach, damit wir uns wehren können, so. Aber mich triggert's, dass der im Texture-Pack nicht leuchtet, wenn ich den in der Hand halte. Leuchtet der nicht normalerweise? Man braucht... Okay, Lapisazzi ist zwangsweise nötig zum Enchanten. Okay, krass. Pfeile sind in der sonstiges Kiste. Ja, ich habe auch noch 27 in der Hand. Also... Wo ist es denn? Random Reste, anderer Bullshit. Wo ist ein sonstiges? Random Reste wahrscheinlich, oder? Ah ja, da. Spectral Arrow. Hä, wie kriegt man die denn? Was ist das denn für krasser Scheiß? Haben wir noch nie gesehen. Am besten ist Infinity Enchantment, dann brauchst du nur einen Pfeil, der unendlich verschossen werden kann. Okay, krass. Mit Glowstone. Sind die einfach schneller? Ist ja gottlos. Im Monster Drop sind auch welche, weil Skelette die droppen. Ja, rein da. So, jetzt bin ich gut ausgerüstet. Okay, habe ich was Wertvolles dabei? Nein. Wenn ich sterbe, ist es vollkommen Bumpe. Aber... meine Rüstung geht bald kaputt. Pass auf. Oh, wir haben nur noch 2 Gold. Was ist denn da? Ach so, zum Traden. Ich kann mir keine Goldboots machen. Also vielleicht will ich alles Gold vertraden. So als Idee. Nimm meine. Du hast welche? Okay, ciao Justin. Ja, Nether ist viel Gold, das stimmt. So. Zack. Die sind sogar verzaubert. Let's go. Ja, meine Rüstung ist eh bald down, ne? So, Freunde, dann gehen wir nochmal in die Festung. Hab ich Blöcke dabei? Ja, ich habe ein paar schon. Können wir uns welche abbauen? Vielen Dank, Justin. Zufrieden, Tamai? Ist das der Weg in die Nether-Festung? Ne, warte mal. Wo ist denn die Festung? Das war in die Richtung, oder? Ja, da. Ah, Bowser's Fury Mook ist auch gut, ne? Ja, es ist gar kein Server-Lag. Sein Internet suckt einfach. Richtig. Und die greifen mich nicht an? Ehrenmänner. Greift mich das Wildschwein an? Wahrscheinlich, ne? Ja. 2 Wildschweine. Ugh. Wo habe ich mich denn hier vorhin reingebaut? Sollen wir einfach hier machen? Ja. Ey! Wow! Bruder! Ich gehe drauf. Die killen mich. Ich bin eingekesselt. Bruder Pumba, was tust du? Server-Lag. Ja, scheiße, ne? Okay. Eindeutiger Server-Lag. Mist, das reicht nicht ganz. Habe ich noch andere Blöcke? Ja, ich habe noch Erde, let's go.
So, bin ich hier safe? Oh, hallo Kiste. Ah, schade. Dias wären geil gewesen. Noch eine Kiste? Oh. Ja, komm, die Rüstung nehmen wir mit. Wir haben Skelettpferde. Okay, Moment. Ich mach kurz Shader aus. Ja, schon krasser Serverlag gewesen. Aber zum Glück nicht gestorben aufgrund des Serverlags. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das war. Was hat. Ich hatte es doch in den Chat geschrieben. Oh, hi! Ich bin vergiftet. Sterbe ich jetzt? Nee, ich heile mich wieder. Okay, mir geht's wieder gut. Ich hab's in den Chat geschrieben. 149 minus 130. Okay, einfach exakt in die Richtung, in die ich laufe. Exakt hier. Yo, Shadow! Ey, was geht? Das ist, glaube ich, der erste Zug des heutigen Tages, Meister. Shish. Dankeschön für deine Mitgliedschaft. So. Da muss ich irgendwie hoch. Pass auf. Wir bauen jetzt hier rüber. Ich bin mal so frei und baue den Himmelsweg ab. Danke, Lea. Danke. So, hier müsste es jetzt dann irgendwo gewesen sein. War das da oben? Nee. Was? 130 minus 130, war es das? Was ist in die Richtung? Hä, wo ist denn das? What? Wie geht denn hier der Weg in der. Also, er muss ja irgendwie durch die Wand. Ah, hier. Ich hab's gefunden. Tim hat aufgegeben. Oh nein, ich sterbe. Ich sterbe, oder? Nein, ich heile mich. Ich brauche nur irgendwie Deckung. Okay. Nee, Tim ist auf dem Server. Der hat gar nicht nichts aufgegeben hier. Ah, ja, hier habe ich den Soul Sand abgebaut. Ey, mit Pfeil und Bogen zu kämpfen ist so entspannt, ne? Da vorne ist meine Wand. Jetzt sind wir wieder bei den Spawnern. Alles gut. Warum heile ich mich nicht? Weiter? Ah, jetzt heile ich mich wieder. So, hier, ne? Ja, hier ist noch nichts. Hier ist auch noch keiner gespawnt. Okay, müssen wir jetzt kurz warten, bis die spawnen. Aber ich kann theoretisch mir schon mal hier ein paar Blöcke abbauen. Dass ich mir wieder so eine Deckung bauen kann. Das ist die hässlichste Deckung aller Zeiten, aber sie ist funktional. Zwei Schuss. So, sehr schön. Wunderbar.
Da oben chillt einer. Oh, ist das entspannt! Zwei Schuss! Geil, Alter. Das macht Spaß, Freunde. Das ist mal effektives Blaze Rod Farming. Zwei Spawner nebeneinander. Das ist schon strong. Was machst du so? Gerade Blaze Rods farmen. Oh, da ist wieder einer. Zwei sogar. Deckung. Ah, jetzt hat er mich getroffen, dieser. Sieben Stück haben wir schon. Holy shit. Oh, wie viele da spawnen. Oh, verdammt, ey. Die treffen mich leider auch gut. Ja, Freunde, ihr könnt nicht erwarten, dass Tim 24/7 zockt. Der hat auch noch einen normalen Stream. Ey, aber Stelle, wirklich vielen Dank. Und Julian, Alter, mit King Support. Mashallah. Entschuldigung, ich war gerade voll am Blaze Rod Farm. Meister, ey, 15 Euro. Dankeschön. Sorry, ich war gerade voll im Blaze Rod Farm Modus. So, lass mal den kurz schießen. Da liegen schon ja zwei Blaze Rods. So, jetzt gehen wir durch einfach. Ich sterbe. Ich sterbe einfach. Mein Leben ist traurig. Wir haben 5 Minuten. Wir haben 5 Minuten, Freunde. No! Ihr habt gesagt, man kann reinrennen und um sich hacken. Oh boy, oh boy, oh boy. Ich meine, ich habe nur die Blaze Rods gehabt. Ich habe ja bewusst nichts Wertvolles mitgenommen, aber es wäre trotzdem schade um die Blaze Rods. Ich hatte keine Dias dabei, Lea. Die habe ich schon abgeliefert. Ich hatte keine Dias. Es geht legit nur um die Blaze Rods. Es laggt? Bitte was? Ja, und Justins Gucci-Schuhe, das stimmt. Laggt's immer noch? Es liegt nicht an meinem Streaming-Programm. Oder war es nur ein kurzer Lag? Wahrscheinlich war es nur ein kurzer, oder? Aber wo bin ich denn hier? Hier. Ah, I see. Einfach ganz lang in die Richtung. Lag gar nicht. Wir haben es nur ein ganz kurzer, alles klar. Ja, passt. Nicht schlimm, nicht schlimm. Okay. Vielleicht bin ich schnell genug. Wo bin ich denn dann vorhin lang gegangen? Shit. Ah, habe ich mich hier hochgebaut? Ah ja, hier. Mein Leben ist sad. Selbst wenn ich zu den Blaze Rods komme, werde ich sterben. Weil ich keine Leben habe. Aber vielleicht kann ich die Items kurz aufsammeln. So, wo bin ich denn reingegangen? Hier. Dann bin ich, glaube ich, hier kurz auf die andere Seite gehüpft. Genau. Boah, ey. Das ist ganz schön schwer. Okay. 3 Minuten noch oder so. Es geht nur um Blaze Rods. Selbst wenn sie verschwinden, ich habe ein bisschen Rüstung und Blaze Rods verloren. Also, der Tod ist nichts Schlimmes. Es geht jetzt nur ums Ego. Reine Ego-Sache. Schon wieder ein Server-Lag. Es ist wirklich ehrenlos.
Ja, jetzt müssen wir hier die Speedrun-Moves aktivieren. Und hoffen, dass der Server nicht laggt. Alter, die Mucke passt so krass gerade, es ist gottlos. Ich glaube, ich bin da. Vielleicht, wenn ich schnell genug bin, spawnt da nichts. Let's go! Wir haben wieder alles! Lag doch ein Blaze Rod? Ja. Okay. Oh mein Gott, wir haben es gesaved. Wir haben es einfach gesaved. Und selbst wenn wir jetzt sterben, wurde auf jeden Fall der Timer wieder zurückgesetzt. Oh, boy. Nice run. So, mein Schwert wieder. Wir haben 11 Blaze Rods. Damit gebe ich mich erstmal zufrieden. Und die Pferderüstung auch noch. Ja, doch. Alles gut. Das müssen wir jetzt nur noch safe nach Hause bringen. Wo sind meine Pommes da? Und wir haben auch Justins Gucci-Schuhe wieder. Ey, ich sag's nicht, diese Nintendo Land-Mucke ist gerade einfach eine 10 von 10. Oh nee, da ist der schon wieder. Was hat mich jetzt getroffen? Oh Gott, Alter. Ja, ich muss kämpfen, ne? Hilft nix. Die Blaze Rods braucht man, um Tränke zu brauen. Okay, verzieh dich. Nee, ist mir jetzt scheißegal. Nee, das bringt mir jetzt nicht so viel. Oh boy, ist das auch noch so einer. Ein Ghast heißt er, ne? Genau, und für wenn man das Spiel durchspielen will, ja, richtig. Hier bin ich richtig unterwegs. Also so halb. Die Truhe hatte ich schon, naja. Oh, hi. Oh! Ein goldenes Schwert. Und Flint and Steel. Why not? Da unten ist noch ein Blaze Rod. Blaze meine ich. Okay, darüber muss ich. Ich meine, theoretisch kann ich mich doch einmal durch die Wand hacken. Die Frage ist nur, ob ich dann darüber komme. Ja. Ah! Hier habe ich mich vorhin runtergebaut. Ja, let's go. Okay, alles entspannt. Oh, das ist ja so ein Schwein. Ugh. Yo, HD, Mann, was geht? Bin stockdunkel im Bar. Ich bin. Ah, ist ja nicht so schlimm. So eine Glühlampe ist ja schnell repariert. Ach, kann ich die nicht zurückschlagen sogar? Ich habe noch nie gegen so ein Vieh gekämpft. Pass auf. Wenn der Fernkampf kann, kann ich auch Fernkampf. Oh nein, so ein Schwein.
Serverlag. Serverlag. Permanenter Serverlag. Dauernd, es laggt so krass. Okay, jetzt laggt's nicht mehr. Let's go. Ey, aber dass sie eine Festung so nah am Portal haben mit zwei Blaze-Spawnern, ist halt schon sick. Das ist wirklich krass. Sind sie One-Hit? Es gibt ein Achievement dafür, geil. Der Moment, wenn man duschen will. Oh, ich glaube, die gehen zu Tim, oder? Justin fängt an. Ne, warte mal, jetzt bringen wir erst die Blaze Rods. Erst bringen wir die Blaze Rods zurück und machen die Shader wieder an. Ohne Shader spielen fühlt sich so kacke an. Es ist so, ach, einfach, es ist einfach nicht das Gleiche. Morgen wieder eine Podcast-Folge. Yes! Morgen gibt's einen neuen Podcast. Schubst ihn runter. Tamay, du bist auch einfach nur die Welt brennen sehen, ne? Oh, endlich ist die Welt wieder in Ordnung. Jetzt haben wir doch schon mal einiges. Hier. Unter was läuft das jetzt? Jetzt ein wertvolles? Nee. Unter Monster Drops, oder? Ja. Freunde, 15 Blaze Rods. Let's go. Und können wir den Skelettpferden jetzt nicht auch noch die Rüstung anziehen? Justin ist gestorben. Was shot by Skeleton. Komm, wir verfolgen ihn, um ihn auszulachen. Ey, wir haben schon eine Brücke zu Tim. Das ist doch schon mal was. Ey, ProGamer, danke dir für die 2 Euro, ne? Sau korrekt von dir. Vielen Dank. Oh, hi. Oh, hi. Ja, jetzt hat Tim das Loch bei sich drüben. Und Pixel Kevy jetzt auch noch mit einem Fünfer. Ey, vielen Dank, Mann. Sehr, sehr, sehr korrekt. Dankeschön. Nämlich Daddy. Aber wir machen es einigermaßen. Weg. Mutant Oranje greift gerade Member City an. Dann brauchen wir aber ganz schnell Mario Sunshine Mario. Oh mein Gott. Tim spielt wieder. Shit. Das ist die Java Edition, ja. Tim, ich mach's schon wieder hübsch. Versprochen. Okay. Pass auf, die anderen vier baue ich auch noch unten rein. Damit so ein bisschen was nach unten drin ist. Vor allem, wie kann man denn bitte diese Brücke nicht fertig bauen? Also, das ist so einfach, nee. So. Boah, ich könnte Tim einfach so easy runterwerfen, ne? Aber ich tu's nicht. Ja, bin runtergefallen. Damn, boy. Ach, ein Skelett hat dich beim Bauen angeschossen. Und dann bist du runtergefallen. Ja, verstehe. Schaut mal, da läuft er. Ey, aber jetzt mal ohne Scheiß. Das kann sich echt sehen lassen. Das sieht richtig... Ich hätte niemals gedacht, dass eine Bergfestung so krass aussehen kann. Oh, mein Helm ist kaputt. Jetzt sieht man meinen Fischerhut wieder. Ja, der Dämon auf der Schulter sagt, schubs ihn, los, schubs ihn. Ja, aber das Leo, das mit dem Loch zu bauen, habe ich nur gemacht, weil es bei Tim war. So, kann ich dir jetzt eigentlich diese Rüstung anziehen? Da, oder? Nee, wie ziehe ich dem das an? Wie ziehe ich einem Pferd eine Rüstung an? Auf ihn drauf und dann E. Ja, und jetzt?
Ah, es geht bei Skelettpferden nicht. Ah, I see. Egal, sind sowieso so viel cooler. Aber dann packe ich jetzt einfach die Rüstung unten rein. Erze, anderes Wertvolles. Na, ich pack's bei Random Shit rein. Ganz ehrlich. Das ist jetzt wirklich nicht so wertvoll. Okay, Freunde. Aber ich denke, an der Stelle machen wir Schicht im Schacht. Es waren geile 4 Stunden, ne? Es war, glaube ich, eine richtig erfolgreiche Session, ne? Vielen Dank an jeden Einzelnen, der dabei war. Ich glaube aber, dass wir jetzt hier den heutigen Minecraft-Abend beenden, ne? Ich muss noch den Podcast vorbereiten, ne? Und dann auch früh ins Bett. Aber ey, unsere Festung wächst. Wir waren im Nether, wir haben das Lava-Ding vorangebracht, wir haben eine Villager-Farm. Tim ist auf dem Server, wir haben eine Brücke zu ihm rübergebaut. Das war ein sehr erfolgreicher Stream, fand ich. Und vielleicht holen wir noch den einen oder anderen Streamer noch mit hier drauf, dann wird es vielleicht doch noch ein bisschen größeres Projekt. Also ursprünglich war es einfach nur als Fun-Projekt geplant, aber mal gucken, ne? Es läuft. Ich werde den Server jetzt auch einfach so lange laufen lassen, solange Tim noch streamt, damit dann sozusagen nicht zu viel auf dem Server passiert, während wir nicht da sind. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend. Morgen gibt es ein neues Video und streamtechnisch sehen wir uns am Dienstag wieder. Für den Podcast einfach Ausrufezeichen Podcast in den Chat schreiben. In der Nacht von heute auf morgen kommt die neue Folge. Und einen wunderschönen Sonntagabend. Tschüss!